Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kulturschaffende überall in Westfalen-Lippe und auch außerhalb. Ich bin Jasmin Freigang, ich bin Leiterin von Kultur in Westfalen in der Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Forum willkommen heißen. Das ist eine von 17 Veranstaltungen, die in dieser Woche stattfinden und alle zusammen bilden Sie die 10. Westfälische Kulturkonferenz. Wir sind nun schon am letzten Tag der Konferenzwoche und es ist das Forum Nummer 13, worauf ich mich auch persönlich sehr freue. Das Schwerpunktthema unserer Kulturkonferenz in diesem Jahr ist die Gestaltung öffentlicher Räume. Und die große Leitfrage ist, wer bestimmt eigentlich darüber, wie ein öffentlicher Raum gestaltet wird? Und was passiert dann damit? Und was passiert dort? Und wer sollte bestimmen? Und wie kann das gut gelingen? Sie befassen sich heute im Forum mit Frauke Burgdorf und Tobias Becker mit nur einem ganz kleinen Teilaspekt aus diesem riesigen Thema. Aber wie wichtig das geworden ist, ich glaube, das haben wir ja im letzten Jahr, muss man ja nun schon sagen, jeder sehr am eigenen Leibe erfahren. Und das ist ganz besonders sichtbar geworden, wie wichtig die öffentlichen Räume sind für ein gutes Zusammenleben. Die Kulturkonferenz ist in diesem Jahr zum ersten Mal digital und deshalb sind der persönliche Austausch und die persönliche Begegnung über räumliche und institutionelle Grenzen in Westfalen-Lippe hinaus, was ja eigentlich ein ganz wichtiges Anliegen unserer Konferenz immer ist, in diesem Jahr nicht möglich. Das bedauern wir sehr. Aber wir haben Sie aufgefordert, in den vergangenen Foren und beim Auftakt uns Selfies zu schicken. Und das haben ganz viele von Ihnen gemacht. Und so werden wir heute Nachmittag beim Fazit eine Collage all Ihrer Selfies zeigen und vielleicht auf diese Weise ein klein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln oder zu bekommen. Und das wenigstens virtuell. Alles, was in dieser Woche passiert, auch dieses Forum und was passiert ist, auch dieses Forum wird von drei Expertinnen aus Köln, Wuppertal und Osnabrück begleitet und dann heute Nachmittag beim Fazit in ein Podiumsgespräch reingetragen und dort wird das alles dann zusammengefasst, es wird reflektiert und kommentiert. Das passiert heute Nachmittag um 14 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dann auch sich wieder einschalten wollen. Jetzt aber wünsche ich erst einmal viel Freude, gutes Gelingen und eine gute Zeit im Forum Nummer 13 für ein gutes Miteinander. Und ich übergebe das Wort an Tobias Becker. Bitte schön. Ja, liebe Frau Dr. Freigang, vielen Dank für diese Begrüßung. Wir melden uns hier aus dem Märkischen Museum in Witten. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Bei mir sitzt Frauke Burgdorf, Stadtbaurätin in Aachen, vorher Burgdorf-Stadt. Und Montagsstiftung Urbane Räume und viele andere Funktionen, Aufgaben und Engagements an der Schnittstelle von Stadtentwicklung, Kultur und zivilgesellschaftlichem Engagement. Wir sprechen heute miteinander über das Thema dieses Forums, nämlich Qualität als Gemeinschaftsaufgabe, Stadt gemeinsam entwickeln, mutmachende Erfahrungen aus Aachen und anderswo. Wir freuen uns, dass so viele von Ihnen und euch sich zu diesem Zoom-Format angemeldet haben. Ich glaube, über 100 Personen sind jetzt bei uns und deswegen vorab einige technische Informationen, denn wir möchten natürlich auch mit Ihnen und euch ins Gespräch kommen, auf Ihre Fragen und Anmerkungen eingehen. Wir haben dafür als Unterstützung im Team dankenswerterweise Anne Mollen vom Team Kultur in Westfalen. Sie müsste jetzt für Sie auch alle sichtbar sein. Sie sitzt in Münster und sie wird heute sozusagen die laufende Redaktion Ihrer Fragen über den Chat und andere Funktionen organisieren. Vielen Dank dafür. Und wir haben technische Unterstützung mit Alexander Tschegel von der Firma Mainmix, der hier im Hintergrund dafür sorgt, dass hoffentlich alle Verbindungen und technischen Dinge stabil sind. Wir wollen den Vormittag so gestalten, von 10 bis 12 Uhr haben wir Zeit, dass wir in drei Blöcken jeweils einen Input von Frauke Burgdorf erhalten. Und danach jeweils die Möglichkeit besteht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Entweder wir beide hier im Märkischen Museum im Plauderton und gerne auch mit Ihnen über die Chatfunktion. Jeweils so 10 Minuten Input, 20 Minuten Gespräch und Austausch. Das Ganze dreimal und dann haben wir bis zum Ende gegen 12 Uhr auch noch Zeit zu einer allgemeinen Diskussion. Und das läuft wie folgt. Jetzt kommt also die technische Anweisung. Ich hoffe, ich mache alles richtig.
Sie kennen Zoom und Sie haben an der unteren Bildschirmleiste, wenn Sie Ihre Maus aktivieren, die Chat-Funktion. Die ist eigentlich ziemlich selbsterklärend und über diese Chat-Funktion können Sie laufend Fragen und Anmerkungen einspielen. Und wichtig ist, dass Sie aber bitte Ihre Hinweise beim Versenden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer senden. Also da keine Einschränkungen vornehmen, sondern den großen Verteilerkreis wählen. Alternativ können Sie auch über das digitale Handheben sich melden. Dann besteht auch die Möglichkeit, wenn die Frau Mollen Sie dann dran nimmt und reinnimmt, mit Bild und Ton dabei zu sein. Das steht Ihnen frei, entweder Chat, das ist sozusagen der niedrigschwellige Stelleweg, oder über das digitale Handheben mit der Möglichkeit einer Bild- und Toneinspielung. Und nicht vergessen, im Chat an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer Ihre Nachricht senden. Habe ich das richtig beschrieben, Frau Mollen? Vielen Dank. Ja, dann sind, glaube ich, die Formalitäten geklärt und wir würden in unsere erste Gesprächsrunde einsteigen. Frau Burgdorf hat in ihrer beruflichen Vita schon häufig, ich gucke gerade hier auf den ersten Hinweis von Frau Mollen, aber der geht an Sie alle, hat schon häufig mit dem Thema Kunst- und Stadtplanung zu tun gehabt. Wie sieht das aus? Wie läuft das ab, wenn künstlerische Aktivitäten auf Stadtplanung und Stadtverwaltung treffen? Und dazu wird sie uns jetzt einen ersten Input geben. Bitte schön, Frau Burgdorf. Ja, lieber Tobias, ich fange mal am Anfang an. Also das erste Mal, als ich mich aktiv mit Kunst und Stadt beschäftigt habe, habe ich das im Auftrag der Stadtbaukultur NRW gemacht und durfte dort eine Reihe konzipieren. Kunst trifft Stadt hieß die. Ich glaube, es waren 11 Kunstvereine, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, was hat unser Programm, was hat unsere Aufgabe, was haben unsere Künstler zur städtischen Entwicklung, zum städtischen Diskurs beizutragen. Und das hat sich für mich so aufgeblättert. Das war eine riesige Chance, weil es gibt eben nicht nur ein Beziehungsfeld Kunst und Stadt, sondern es gibt ganz viele Beziehungsfelder. Und da möchte ich gerne so ein paar Beispiele bringen. Das für mich spektakulärste Beziehungsfeld war damals Stadtraum.org in Düsseldorf. Die Gruppe gibt es so in der Verbindung nicht mehr. Andrea Knobloch und Markus Ambach. Und die haben im Rahmen dieses Programmes auf eine Brache eingeladen. Im Prinzip ja auf eine Art Autobahnzufahrtsbrache, also ganz nah an der Autobahn, also ein Nichtraum. Und dort zum Campen eingeladen. Ich glaube, wir waren so ungefähr 10 Leute, 2 Nächte. Und haben uns dann überrascht dort und haben gesagt, so, und jetzt alle Geldbeutel weg, alle Handys weg. Wir überleben jetzt in dieser Stadt ohne Geld. Ja? Und wir mussten uns dann Pläne schmieden. Ich habe dann irgendwann im Restaurant einen Keller geputzt, damit ich Wein und Basilikum bekommen habe, damit ich das zum Grillen beitragen konnte. Also es war sozusagen auch ein mehrfach kodiertes Stadterleben, das wir da hatten. Also anderer Raum mit auch Inputs über Stadtnatur und so weiter. Also hochspannend, großer Augenöffner für mich als Stadtplanerin, weil wir Stadtplaner neigen natürlich dazu, die Stadt aus der Vogelperspektive zu planen, weil sie so komplex ist und wir ständig Komplexität reduzieren. Das war schon die zweite Erkenntnis. In diesem ganzen Prozess hat mir Kunst immer wieder geholfen, diese Komplexitätsreduktion zu vermeiden und mal reinzubohren, ins Detail, also wirklich ins kleine Korn zu gucken. Das ist ganz wichtig für Stadtplaner, dass sie das tun zwischendurch, weil wenn man immer nur Meter ist, verliert man einfach irgendwann die Basis zu den Menschen, für die man ja eigentlich plant. Ganz, ganz spannend war auch ganz anders in Aachen damals, William Engelen, Partitur Stadtpark. Der William hat im Prinzip aus den Klängen und den sozialen Situationen des Stadtparks heraus eine Partitur geschrieben, also ein Stück geschrieben, das dann als gezeichnete Partitur im neuen Aachener Kunstverein abgebildet war. Also das ist eine ganz andere Rolle von Kunst, also das Sehen eines Ortes über Töne zu organisieren, durch, sagen wir mal, eine künstlerische Verdichtung, den Stadtpark einfach neu zu sehen. Wahnsinnig interessant, für den einen oder anderen sehr abstrakt, aber wenn man sich darauf einliest, natürlich einfach auch eine Chance, dem Stadtpark nochmal eine neue Schicht hinzuzufügen und ihn nicht nur einfach als Park zu genießen, sondern ihn auch als kulturell kodierten Ort kennenzulernen. Und was ich dort auch erlebt habe, und das war dann nochmal wieder ein anderer Zugang, war eine Debatte, die haben wir genannt, im Bonner Kunstverein, aufgestellt und abgeräumt. Und da ging es wirklich um Kunstwerke im öffentlichen Raum. Und da wurde es auch richtig kribbelig und da gab es auch eine kräftige Auseinandersetzung.
Weil meine oder unsere These da war damals, kann das nicht mal weg. Also weil die Kunstwerke können uns Stadtplaner ordentlich nerven. Die stehen da im öffentlichen Raum rum und haben das Anrecht, da auf ewig rumzustehen. Und wenn man was Neues planen will, kommt auf einmal das Urheberrecht und der ganze andere Rest. Und wir haben das, glaube ich, die Veranstaltung hieß, glaube ich, aufgestellt und abgeräumt. Und da gab es dann auch einen Streit durchaus zwischen der stadtplanerischen Position und der künstlerischen, aber der war eigentlich sehr produktiv und hat nicht diese Veranstaltung, aber es gab dann in Köln nochmal weitere Projekte mit Kai von Keitz und Markus Ambach, die nicht in der Reihe waren, wo genau das immer wieder die Frage war. Ne? Also wie gehen wir auch mit der Kunst im öffentlichen Raum um? Kann man sie translustieren, wenn sich die Kunst nicht verändert, sich aber der öffentliche Raum verändert? Was machen wir? Und der letzte Punkt, ich könnte noch ganz lange weiterreden, war, dass der Kunstverein an und für sich, also der Kunstort, auch das Museum, aber in dem Fall eben der Kunstverein, natürlich der Stadt eine Öffentlichkeit bietet. Das ist ja ein öffentlicher Raum auch, in dem sich Gesellschaft trifft, verhandelt über Politik, über Kunst, über alles Mögliche. Und gerade weil es eine Vereinsstruktur ist, natürlich ganz besonders offen ist, auch für Vielfalt von Positionen und Debatten. Auch das unglaublich wertvoll. Und das durfte ich alles in einem halben Jahr erleben. Es waren jetzt nur ganz kurze Highlights. Es war eine wahnsinnig dichte Zeit. Ich war jung, ich glaube 31 Jahre alt und bin da so durchgetaumelt und hatte vorher wirklich nur so Museumserfahrungen mit Kunst und habe einfach gemerkt, dass Kunst eine irre Relevanz für uns Stadtplanerinnen und Stadtplaner entfalten kann. Ein weiterer Punkt noch, der dann ganz anders war. Ich durfte dann in der Mentorengruppe der Kulturhauptstadt Europas im Ruhrgebiet, da habe ich im Ruhrgebiet gewohnt, Teil sein. Und da habe ich auch zwei wesentliche Erfahrungen gemacht. Zum einen mal das Arbeiten in interdisziplinären Teams mit Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam. Da war Holger Bergmann dabei, da war Stefan Hilterhaus dabei, da war Sylke Dinkler dabei, aber es war eben auch Uli Borsdorf dabei, ein Historiker und ich. Und wir haben sozusagen dieses Konzept nicht geschrieben, aber sagen wir mal intellektuell vorantreiben dürfen. Und ich durfte dann diesen Teil statt der Möglichkeiten konzipieren, aber immer mit dieser interdisziplinären Resonanz auch aus dem Kunstraum heraus. Was irre war, weil ich gemerkt habe, dass natürlich Menschen, die sich mit Kunst, sei es jetzt choreografisch, Theater oder auch bildender Kunst beschäftigen, die lesen einfach andere Dinge, die gucken anders auf die Welt, die konzipieren einfach auch anders, die haben auch andere Ansprüche an ein gutes Konzept. Auch ein Historiker hat das natürlich. Und auch das war wahnsinnig prägend. Also ich kann das auch wirklich so jetzt im Nachgang nur empfehlen, dass es für alle, die Lust auf Interdisziplinarität haben, Kunstschaffende, egal welches Kunstfeld es ist, als Gegenüber, als eben nicht nur als Produzenten von Kunst, sondern als Rechercheure, als Resonanzraum, als Störenfriede wahnsinnig produktiv sein kann. Soweit erstmal. So der erste biografische Block, sag ich mal. Ja, danke für diesen Input. Ich kann gut verstehen, Kunst im öffentlichen Raum und Kunst in der Stadtplanung als Anstoßgeber, als Störenfried, als Instrument zu sehen, mit dem sich auch temporäre Bespielungen, mit dem sich Impulse setzen lassen. Aber im Grunde ist die Kunst ja in diesen Situationen ein Ornament, ein Türöffner, ein Ermöglicher von längerfristigen Entwicklungen. Und dann, wenn sie dort steht, zur Skulptur geworden, zum Lichtkunstwerk geworden, zum Brunnen geworden, wie auch immer, dann kann sie aber auch zum dauerhaften Störenfried werden, der eine Zeit lang vielleicht noch inhaltliche Irritation auslöst, denn das Erlebnisspektrum öffentlicher Räume erweitert und dann nochmal ein paar Jahre später hinterfragt, nicht mehr verstanden, nicht mehr instand gehalten wird, nicht mehr bespielt wird und dann abgeräumt wird. Das ist natürlich eine Rolle von Kunst, die sehr quer liegt zu den Aufgaben und Abläufen, wie man sie in verwaltungsgesteuerter Stadtplanung mit anderen Feldern wie Mobilität oder Verkehrssicherheit oder sonst hat. Ist das nicht jeweils eine etwas undankbare Rolle, die die Kunst hat? Am Anfang darf sie die Impulsgeberin, die Öffnerin, der gewollte Störenfried sein und am Ende ist sie dann der ungewollte Störenfried. Naja, das hängt davon ab, ob dieses Kunstwerk es schafft, mit der Stadtgesellschaft eine Beziehung zu halten. Und das kann natürlich das Kunstwerk jetzt nicht allein. Aber die Frage ist, ob ein Kunstwerk so angelegt ist, dass es sich über die Zeit, da gibt es so ein Wort, das heißt Resemiotisierung. Das ist also diese Wiederdeutung von Werken. Ne? Also dass sozusagen jede Generation
auch eine Chance hat, das wieder neu zu deuten und auch neu zu lieben oder neu zu hassen, ist ja auch erstmal egal. Manche Kunstwerke schaffen das, aber das braucht eben nicht nur das Werk selber, sondern es braucht natürlich auch eine Stadtgesellschaft, die diese Phasen, wo so ein Kunstwerk kurz vorm Abriss steht, das Terminal in Bochum war mal sowas, Richard Serra, ne? Also es gab, als es aufgestellt wurde, Fans und Feinde, dann wurde es so geriet es in Vergessenheit, vermodderte und jetzt ist es wieder neu restauriert und kriegt wieder eine neue Kraft dort an der Stelle in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und also die Stadtgesellschaft hat weiter verhandelt, aber es war natürlich ganz wichtig, dass es auch ein paar Akteure gab, auch in der Stadtverwaltung, die gesagt haben, nee, mal so schnell nicht, lass uns das mal nochmal einen Moment aushalten und dann diskutieren, ob wir es wirklich translucieren wollen oder ganz wegnehmen wollen. Also ich glaube schon, das geht nicht einfach mit so einem Fingerschnipp. Und das ist nicht undankbar, also da würde ich dir jetzt widersprechen, weil die Rolle der Kunst an der Stelle oder des Kunstwerks, wenn man es ernst nimmt und nicht irgendwie nur einfach parkt, ne? Also das ist nicht richtig. Wenn man es ernst nimmt und sich auch die Frage mal stellen darf, passt das noch zu uns, dann entwickelt es ja wieder einen neuen Diskursraum. Wenn man es aber einfach nur so rummodern lässt, das ist das Schlimmste, finde ich. Rummodern lassen ist am schlimmsten. Diese Frage der Resemiotisierung, liegt es am Kunstwerk oder liegt es an den Menschen, die Verantwortung dafür übernehmen? Klar ist, wer Kunst im öffentlichen Raum platziert, sollte tunlichst sich vorher auch damit beschäftigen, wer pflegt sie, wer hält sie in Stand, wer macht sie sauber, wer repariert sie. Aber es geht doch auch darum, einen laufenden Diskurs zu inszenieren und immer wieder Bespielung, Vermittlung, Veranstaltung, Einbezug von Menschen, Übernahme von Verantwortung für die Platzierung dieses Kunstwerks in der Stadtgesellschaft im öffentlichen Diskurs zu organisieren, durch wen auch immer, durch Stadtverwaltung, durch Kunstvereine, durch engagierte Bürger, damit nicht die geistige Vermoderung des Kunstwerks sozusagen der baulichen voranschreitet und dann die Entsorgungsdebatte beginnen kann. Kann man solche Strukturen organisieren, auch als Verwaltung inspirieren, anstoßen oder ist da eher bürgerschaftliches Engagement gefragt? Also ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, wo man so die Museen verortet, ne? Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist oder wäre, wenn zumindest für einen Teil der Werke Kunstmuseen auch mit Verantwortung übernehmen und diesen Prozess des Dialoges auch kuratieren. Dort, wo möglich und nötig, natürlich gerne auch Kunstvereine. Was wirklich nicht hilft, ist einfach zu sagen, hinstellen. Also wir haben ja in der Stadt auch viel mit Schenkungen zu tun. Und so nach dem Motto, ich habe hier was Schönes gekauft, sagt eine kommunale Bank, kann ich das jetzt bitte irgendwo hinstellen? Ja, weil und das wird sozusagen, der Schenker empfindet sich als sehr großzügig. Aber das ist nicht unbedingt großzügig, so etwas zu schenken, weil man natürlich damit umgehen muss und weil man natürlich auch als Stadtgesellschaft, finde ich, sogar auch politisch verhandeln muss, ob dieses Werk jetzt passt. Will man die Schenkung annehmen? Was kostet sie uns? Aber darum geht es ja nicht nur, ist es eine Schenkung, die demokratisch gewollt ist. Aber ich würde ungern wirklich jetzt nur über Werke im öffentlichen Raum diskutieren, weil meine guten Erfahrungen und auch die nachhaltigsten Erfahrungen sind nicht die Werke, die irgendwo stehen, sondern das sind eigentlich die Erlebnisse, die Recherchen, die Performances, also diese anderen Arten, wo Kunst sich mit öffentlichem Raum oder mit Raum auseinandersetzt, die sind zwar wahnsinnig temporär, aber wenn da nur 50 Leute gemeinsam so ein Erlebnis hatten, wo ihnen die Augen geöffnet wurden, ein anderer Zugang zur Stadt geschaffen wurde, kann das in der Erinnerung viel wertvoller sein, als ein Abbild im Kopf zu haben vom Terminal in Bochum. Also so, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Ute Reh zum Beispiel, Düsseldorfer Künstlerin, hat mir so ein paar Stellen die Augen geöffnet, wie man gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern Schule umgestalten kann als künstlerischer Prozess. So, und diese Sitzungen dort mit den Schülerinnen und Schülern sind mir so viel präsenter als viele, viele Kunstwerke, die ich gesehen habe, weil sie sich in meine Kultur eingeprägt haben, weil ich da etwas gelernt habe. Und dieses Lernen eben nicht ein Wissenserwerb war, okay, ich weiß jetzt, wer Richard Serra ist und warum dieses Terminal so aussieht, wie es aussieht, das ist ja sozusagen rein kognitiv, sondern weil dieses Lernen dann auch emotional stattgefunden hat. Und das ist natürlich die Möglichkeit, die darstellende Kunst ganz besonders hat, aber auch die bildende Künste in Prozessen entwickeln können. Gut, dann sprechen wir auch über Musik, dann sprechen wir über Straßentheater, dann sprechen wir über Performance, dann sprechen wir über diese temporären, diese flüchtigen, aber Erinnerung setzenden Kunstaktionen, die dann sozusagen zur Horizonterweiterung auch bei VerwaltungsmitarbeiterInnen beitragen können und ihnen eine andere Sicht, eine
nachhaltigere Sicht, auch eine emotionale Sicht auf die Stadträume eröffnen, für deren Planung sie dann Verantwortung tragen. Genau, ich bringe nachher noch, habe ich ja noch eine Präsentation mitgebracht, bringe ich nochmal ein Beispiel aus Aachen, unseren Theaterplatz. Das sind ganz, ganz wichtige Sichtweisen. Das hat bei der Kulturhauptstadt zum Beispiel gab es eine Situation, da hat mich Kunst nahezu beschämt, ist jetzt ein bisschen zu hart. Aber der Markus Ambach hat sich mit vielen, vielen Künstlern gemeinsam um die Autobahn gekümmert. Ne? Also die große Straße und die ganze Strecke bis Duisburg. Immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten, Künstlern Möglichkeiten eröffnet, oder die haben die sich selber gesucht, dort zu arbeiten. Und ich habe mich sehr intensiv mit diesem Projekt beschäftigt und habe einfach gemerkt, dass ich als Planerin diese Räume am Rande der Autobahn oder im Übergang zur Autobahn eigentlich nie wirklich wahrgenommen habe, nie kartiert habe. Also weder technisch kartiert habe, noch inhaltlich eine Kartierung davon entwickelt habe, obwohl ich überhaupt immer behauptet habe, ich würde das Ruhrgebiet sehr, sehr gut kennen. Und das ist schon dann auch sehr interessant, wie man dann merkt, dass über solche Vorhaben, die dann eben fotografisch sind, Spaziergänge, was auch immer das alles war, auch Skulpturen, dass man über solche Vorgänge einfach komplett neue Sichtweisen entwickeln kann. Und das ist für uns Stadtplaner wirklich essentiell. Wir müssen uns verrücken lassen. Und das kann die Kunst nun mal wirklich am besten. Das steht außer Frage. Das können wir nicht gut. Okay, also Kunst im weitesten Sinne, im öffentlichen Raum, im erweiterten Sinne, als permanente Horizonterweiterung und Vertiefung für die handelnden Akteure. Genau. Okay. Ich werfe mal einen Blick auf den Chat oder frage Frau Mollen, ob wir schon Rückmeldungen von unseren, ich glaube, über 50 Teilnehmern haben. Und bisher haben wir noch keine Rückmeldung, aber schreiben Sie gerne in den Chat. Ich greife das auf oder machen Sie auch gerne digitales Handzeichen, dann kann ich Sie auch gerne freischalten. Ja, vielen Dank, Frau Mollen. Ich stelle mir gerade noch so praktisch vor, wenn KünstlerInnen auf VerwaltungsmitarbeiterInnen treffen. Das ist ja auch ein Thema in dieser Woche gewesen. Initiativen, die vor Ort eine Idee, ein Projekt, eine Bespielung verwirklichen wollen und dann nicht nur Geld dafür benötigen, das ist auch immer wichtig, aber die Wege kann man sicher erschließen, sondern sie brauchen auch Genehmigungen oder sie brauchen Duldungen oder sie brauchen Rückenwind aus Verwaltungen. Sie müssen manchmal auch Formulare ausfüllen und von Pontius nach Pilatus gehen, weil es nicht immer die eine Einflugschneise in einer Verwaltung gibt, die dann so ein Projekt mit Rückenwind versorgt. Was kann man solchen Akteuren mit auf den Weg geben? Wie ziehen sie, wenn die Initiative aus der Kunst kommt, so etwas am besten auf? Du bist nun jemand, die ihre Verantwortung dafür nutzt, sozusagen einladend gegenüber KünstlerInnen, Kulturschaffenden zu sein und sie in diese Prozesse reinzuholen und ihnen da auch eine starke Position zu geben. Aber in vielen Städten läuft es ja andersrum. Also zunächst einmal mache jetzt mal einen kleinen Werbeblock und werbe einfach mal um Verständnis. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich habe das durchaus auch selber erlebt, dass Künstlerinnen und Künstler, egal ob sie jetzt Veranstaltungen machen oder Kunstwerke aufstellen wollen, auf eine spezifische Art fordernd sind, die in der Kunstwelt vielleicht angemessen ist, aber die nicht überall angemessen ist. So nach dem Motto, ich bin Künstler und darum darf ich das jetzt. So. Dann stehen die auf einmal Menschen gegenüber, die eigentlich, sagen wir mal, eine Straßenverkehrsbehörde leiten und Sondernutzungen organisieren müssen und für die Sicherheit in unseren Straßen zuständig sind. Das ist deren vornehmste Aufgabe, Sicherheit zu organisieren, und die dürfen diese Aufgabe auch mit nichts gefährden. Also so, weil Sicherheit geht einfach, wenn man in der Stadt Verantwortung trägt, über alles. Also, oder, ja Gott. Und jetzt kommt da jemand daher und sagt, ja, stell dich mal nicht so an, ich kann doch hier mal irgendwie meine Performance machen. So. Und wenn der Ton schon da ist, ist vorbei. Ja? Sondern die richtige Frage wäre, um die Tür aufzubekommen, auch seitens der Künstlerinnen und Künstler, wäre, ich hab da was vor, ich habe da große Lust zu, vielleicht kann ich sie begeistern, ich weiß, dass ich damit ihren Alltag störe, aber kriegen wir das vielleicht gemeinsam hin? Das wäre der angemessenere Ton, weil das natürlich solche Aktionen immer quer zum Alltag sind. Und der Alltag ist stressig von so einer Behörde. Anders als angenommen, ich bin ja nur mittendrin, arbeiten die Leute nicht 9-to-5. Also ganz im Gegenteil, gerade die dafür Sorge tragen, dass Veranstaltungen gesichert werden, die arbeiten oft bis in den Wochenenden, bis spät in den Abend hinein. Und das finde ich, ist erstmal wäre das so eine Möglichkeit, fair miteinander umzugehen und Verständnis für das Gegenüber zu haben. Und das sind insbesondere die Behörden. Das ist dann die Bauaufsicht, Straßenverkehrsbehörde. Das sind so die für Sicherheit zuständig sind, und da braucht man Verständnis.
Dann gibt es natürlich die anderen, die entweder in der Kulturverwaltung sitzen oder eben in der Stadterneuerung oder so. Und da, glaube ich, macht es auch durchaus Sinn, nicht schon mit fertigen Produkten zu kommen, weil das sind ja auch selber Menschen, die durchaus einen kreativen Zugang zur Stadt haben und zur Stadtentwicklung. Also wenn es Stadtgestalter sind oder wenn es Leute aus der Kulturverwaltung sind, da kann es auch manchmal sinnvoll sein, erstmal nur mit einer Idee zu kommen und die Leute zu fischen darüber, dass man diese Idee gemeinsam weiter schärft. Das heißt ja nicht, dass man dann zum Auftragskünstler wird, um Gottes Willen, aber das heißt, dass der andere eine Chance hat, sich überhaupt erstmal reinzudenken. Also weil zumindest meine Position ist die so, dieses nimm hin und mach als Geste funktioniert nicht gut. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass diese beiden Wege immer zum Erfolg führen. Gar nicht, weil für viele gerade natürlich zeitgenössische Kunst, die in Verwaltung sitzen, also in Verwaltung sitzen ja Menschen wie du und ich, sage ich jetzt mal, also Querschnitt der Bevölkerung. Und es ist einfach so, würde ich mal sagen, dass 80% der Menschen in Verwaltung, genauso wie 80% der Menschen da draußen in der Welt, mit krass zeitgenössischer Kunst nichts anfangen können. Ja, also und auch nicht immer Spaß haben an irgendwelchen alternativen Festivals. Das heißt, man trifft da auch normativ auch nicht unbedingt auf Gleichgesinnte. Ja, muss man auch ein Stück weit aushalten, finde ich, und damit arbeiten. Aber das ist dann einfach so. Ja, also so glaube ich, kann man das beschreiben. Es ist natürlich schön, wenn es jetzt, wie meine Kollegin Kulturdezernentin Susanne Schwier oder ich, wenn es da an der Spitze Leute gibt, die da grundsätzlich erstmal open-minded sind und die nicht, aber ich glaube, es ist auch kaum ein Kulturdezernent noch in Deutschland und auch kaum ein Planungsdezernent glaubt noch, dass Kunst nur ins Museum gehört. Also ich glaube, die Zeiten sind echt gestern, das sind 90er Jahre, letztes Jahrhundert, da gab es die Debatte nochmal und das hat sich jetzt aufgelöst und uns ist allen klar, dass Kunst sowohl in den White Cube gehört, als auch auf die Straße. Also Augenhöhe, Kommunikation, ja. Ein bisschen Diplomatie. Und Verständnis. Verständnis wecken, vielleicht auch Begeisterung erzeugen, genau. Authentisch sein. Ja. Okay. Jetzt sehe ich 4 Chat-Rückmeldungen und Frau Mollen berichtet uns, was sich da getan hat. Genau, wir haben eine Rückmeldung, das ist keine direkte Frage, aber vielleicht etwas für die weitere Diskussion. Wir haben ein Kompliment für die spannende Diskussion und vor allen Dingen findet Katrin Brandt hilfreich die Diskussion um das Verhältnis Künstler, Stadtverwaltung, Kunstvereine und Bürgerschaft. Und jetzt in diesem Moment kam noch eine zweite Frage rein. Von Sigrid Reis. Bei einem anderen Forum in dieser Woche gab es die Erfahrung aus Münster, dass es eine feste AG aus Ordnungsamt, Kulturamt, Bauamt etc. gibt. Was halten Sie davon? Ein fester, wie Sie also erstmal herzlich willkommen an Sigrid Reis, die auch aus meiner Heimatstadt Schwerte stammt. Und auch da sind wir gerade damit befasst, uns um die Kunst im öffentlichen Raum besser zu kümmern. Sie bringt das Beispiel Münster, wo es offenbar eine Arbeitsgruppe gibt, aus Ordnungsamt, Bauamt, ich nehme auch an Kulturamt und Kunstverantwortlichen, die sich um die Kunst im öffentlichen Raum kümmern. Eine solche Initiative gibt es vielerorts und auch in unserer gemeinsamen Heimatstadt. Das ist natürlich gut, wenn man so etwas institutionalisiert und sozusagen über Partnerschaften und organisierte Verantwortung regelt. So habe ich die Frage jetzt verstanden, richtig? Also da muss ich ganz klar sagen, da kann Aachen dann sicherlich noch von Münster lernen. Ich denke, dass Münster natürlich über die Skulpturprojekte da ja auch immer eine besondere Herausforderung steht. Ne? Also, und diese Stadt ja immer wieder sich überlegen muss, was bleibt, was kann weg, was kauft die Stadt an und so weiter. Das sind ja immer große Debatten alle 7 Jahre. Und das finde ich großartig. Ich glaube auch, dass das Sinn macht. Das ist, da muss man, dann hat man vielleicht auch die 3, 4 affinen Leute in so einer kleinen Arbeitsgruppe, die dann auch sich als Ermöglicher verstehen, vielleicht auch dafür als Team dann innerhalb der Verwaltung auch Anerkennung kriegen. Das ist, klingt nach einer sehr guten Idee, ja. Schön. Ich glaube, wir gehen dann mal eine Runde weiter und wir sprechen jetzt über Immobilien, über Bauwerke, über kulturell genutzte Gebäude im öffentlichen Raum. Und auch da hast du ja viele Geschichten und Projekte erlebt und verwirklicht und verantwortet. Mhm. Montag Stiftung Urbane Räume, Agentur Burgdorf Stadt. Und wir sind gespannt, auch da von dir zu hören, was du uns dazu heute berichten kannst. Mhm. Genau, es geht um Immobilien und ich habe das mal in einem Vortrag über Immobilien, die wir auch Immophilien nennen, nämlich Immobilien für viele, von vielen, habe ich mal betitelt mit dem schönen Satz, kaufen hilft. Ja, und es wird einfach total interessant, wenn kulturell arbeitende und künstlerisch arbeitende Menschen, manchmal sind es selber Kunstproduzenten, manchmal sind es auch nur kulturaffine,
wenn die in die Immobilienentwicklung gehen und das tun mit einem Gemeinwohlinteresse, dann wird es richtig interessant, weil diese Menschen, und so ist meine Erfahrung, so durfte ich auch lernen, unter anderem von dir, Tobias, Baumeisterei Schwerte, ist ja auch so ein Beispiel, weil diese Menschen, die dann reingehen in dieses Feld, ey, gib mir eine Immobilie, ich starte mal, ich wollte ja eigentlich Theater machen, aber jetzt brauche ich ein Haus, oh, jetzt muss ich die Immobilie renovieren, huch, und jetzt besitze ich sie auch noch, ne? Also dieses Reinstolpern in solche Prozesse, so viel Wissen produziert für gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung. Und ich will jetzt nicht über die Rohrmeisterei reden, das kannst du selber machen, vielleicht werde ich dir dann auch noch vielleicht mal eine Frage stellen. Ich fange mal an mit einem Beispiel, das für mich das erste Lernbeispiel war in dem Feld. Das war Ex-Roter Print in Berlin oder ist Ex-Roter Print in Berlin. Die landläufige Geschichte wäre, zwei Künstler entwickeln eine Immobilie. Aber das ist ganz falsch. Es war eine Gewerbeimmobilie und ein Denkmal, die dem Land gehörte, Land Berlin, das wollte das verscherbeln, diese Immobilie. Es gab in der Zeit, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, keinen Käufer oder die Käufer sind abgesprungen und die Gemeinschaft der dort Mietenden und Arbeitenden, das waren klassische Gewerbebetriebe, aber eben auch Künstlerinnen, die dort ein Atelier hatten, haben sich dann zusammengetan und haben eine GmbH gegründet und haben quasi gesagt, there's no profit to be made here. Also wir möchten das hier nicht für Profit entwickelt haben. Wir möchten, dass der ganze Komplex mit den vielen Gewerbetreibenden dort die Chance hat, frei von klassischen spekulativen Renditeerwartungen sich weiterzuentwickeln. Und haben gemerkt, das kriegen wir nicht hin, indem wir irgendjemanden bitten, das für uns zu tun. Sie haben gemerkt, wir müssen es selber tun. Wir müssen selber kaufen und wir müssen selber die Spielregeln bestimmen, wie sich unsere Immobilie entwickelt. Und das Spannende war halt, dass Daniela Brahm und Les Schießer, die beiden Künstler, die das maßgeblich vorangetrieben haben, diesen ganzen Prozess, den ganzen Prozess zu designen und auch durchaus die Struktur zu designen, durchaus ja, auf eine Art und Weise als künstlerischen Prozess begriffen haben. Also mit einer wahnsinnigen Konzentriertheit und auch immer dafür gesorgt haben, dass sie selber das auch ästhetisch begleitet haben. Also dokumentiert, aber auch durchaus jeder Veranstaltung einen ästhetischen Rahmen gegeben haben. Also eben nicht nur, also sozusagen nicht, dass Verwaltung und Finanzielle getrennt haben als Lästiges von dem Künstlerischen, sondern eigentlich versucht haben, diese Melange oder diese Verbindung herzustellen. Dazu haben die dann auch noch zwei tolle Stiftungen, ne? Stiftung Trias, nicht ganz unbekannt hier in der Ecke, und die Stiftung Edith Marian gefunden, die sie beim Bodenerwerb unterstützt haben. Und auch fachlich unterstützt haben, sodass es jetzt eine Immobilie gibt im Wedding, die unterschiedlichste Gewerbebetriebe, also handwerkliche Bildungseinrichtungen, eine günstige Kantine und Künstlerateliers Veranstaltungsraum beherbergt und nie mehr wieder verkauft werden kann. Und dieser Prozess in diesen frühen Jahren auf diese Art ist einfach so fantastisch, dass ich glaube, dass er eben diese verschiedenen Quellen hat, also diese Stiftung, dann eben diese künstlerische Perspektive, diese Hartnäckigkeit, die da drin steckte und diese große Vision, etwas fürs Gemeinwohl und nicht nur für den Eigennutz zu tun. Und das hat mich so angezündet, dieses Kennenlernen auch der Arbeit der Stiftung Trias damals und natürlich dann auch von Startklar. Ne? Also ich bin dann so reingerobbt in diese ganze Szene, habe gemerkt, dass die Wurzeln viel älter sind, dass natürlich auch die Feuerwache in Köln eigentlich mit dazugehört und so weiter. Dass ich so mich immer weiter reingearbeitet habe und gelernt habe, wie befruchtend der Anspruch der Kultur sein kann, freie Räume haben zu wollen, aber eben nicht nur das irgendwo hin zu adressieren, sondern mit diesem Anspruch oder diesem Wunsch auch Verantwortung zu verbinden und zu sagen, wenn ihr uns eine substanzielle Basisförderung gibt, dann machen wir das jetzt selber und dann habt ihr, liebe Stadt, damit eigentlich auch nichts mehr zu tun, weil wir kriegen das über eine Gastro oder über irgendwas anderes schon so finanziert, dass das Ding eigentlich jetzt kein Förderobjekt mehr ist. Und davon gibt es doch sehr viele Institutionen in Deutschland, die sich auf unterschiedlichste Art und Weise organisieren. Da gibt es dann manchmal gemeinnützige Aktiengesellschaften, was auch immer. Und das hat mich dann so inspiriert, dass ich dann mit dieser ganzen Inspiration zu dem Stifter Karl-Richard Montag gegangen bin und gesagt habe, sowas will ich auch mit der Stiftung machen, weil es so sinnvoll ist, weil es so eine Art Perpetuum mobile fürs Gemeinwohl ja ist, wenn man das hinkriegt. Und dann haben wir eben dieses Projekt Samtweberei in Gelsenkirchen entwickeln können,
Heute ist viel Witten, gemeinsam mit Henry Bayer-Lorzer, der hier in Witten auch wirkt. Und durfte ich dann eben die Samtweberei in Krefeld entwickeln zu einem Ort, in dem Leben, Kunstkultur, Gastronomie, Designer und Kreative eine sehr, wie ich finde, schöne Heimat gefunden haben. Und das war sowohl ein Immobilienentwicklungsprozess als auch ein Gemeinschaftsbildungsprozess. Und jetzt könnte ich noch reden über das Haus der Statistik in Berlin, das ich auch so ein bisschen kennenlernen durfte, wo ja die Motoren für diese Eroberung des Haus der Statistik im Wesentlichen aus der Kunst kamen. Und auch die Chuspe zu behaupten, wir machen das hier, bitte nicht abreißen und so, kam sozusagen aus der künstlerischen Welt. Und diese Kraft, die da die künstlerische Szene eher entwickeln kann als jetzt einzelne Künstler, die finde ich immer wieder faszinierend, weil sie wiederum, ähnlich wie ich das vorhin beschrieben habe, weil sie etwas damit zu tun, mit Fokus zu tun hat. Also die Menschen, die das dann, also anders als bei der Stiftung, das war ja eher ein Service für andere, aber nehmen wir jetzt mal das Haus Statistik, einfach zu fokussieren darauf, wir wollen das Ding, wir wollen, dass es nicht abgerissen wird und wir wollen selber bespielen und das jetzt schon über 10 Jahre zu behaupten und dran zu bleiben und jetzt auch sozusagen quasi auf der Erfolgsstrecke zu sein und das auch wirklich zu realisieren, diesen Fokus bewundere ich einfach total. Der ist einfach, und der kommt aus der Kunst, glaube ich. Der kommt aus der Kunst, der kommt von Kulturschaffenden. Da gibt es ja inzwischen wirklich viele, viele bundesweite Beispiele und Erfolgsgeschichten. Das beginnt oft mit der Verhinderung von Schlimmeren oder mit der Verhinderung von Abriss oder kommerziellen Nutzungen. Das geht dann weiter mit Inszenierung, Bespielung. Daraus wird Aneignung, aus Aneignung wird Verantwortungsübernahme. Aus Verantwortungsübernahme werden Trägerschaftsmodelle, du hast es erwähnt, gemeinnützige AGs, Bürgerstiftungen, langfristige Mietverträge, Absicherung von Zweckbindungen. Und daraus kann auch Kauf- oder Erbbaurecht oder eine langfristige Eigentumsverantwortung werden. Das sind natürlich dann Welten, in die sich Kulturschaffende hineinbegeben, die man selber auch als künstlerisch-kulturelle oder mindestens kommunikative Großaufgabe verstehen kann. Manchmal bleiben dabei natürlich auch die ursprünglichen Ansätze, Kunstkultur pur zu realisieren, ein bisschen auf der Strecke oder sind nur noch einer von vielen Bausteinen, weil natürlich das Aufgabenspektrum, das dann für die Verantwortlichen ansteht, das Bauen, die Eigentumslösungen, alle Haftungs- und so weiter Fragen, natürlich solche Projekte auch erschweren, verkomplizieren können. Du hast es gerade angesprochen, unser Büro, gerade mit den beiden Programmen Initiative ergreifen und dritte Orte, versucht dann Projekte, die sich auf diesen Weg machen, mit bürgerschaftlichem Engagement, Verantwortung in der Stadtentwicklung und in der Kulturentwicklung zu übernehmen, fit zu machen, zu unterstützen. Und unsere Erfahrung ist, wenn es dafür Unterstützungsmechanismen gibt, nicht nur Förderung, sondern auch Know-how und Anstoß und Motivation und über die Hürden helfen, dann entstehen dabei nachhaltige, langfristig wirksame, funktionierende und auf eine besondere Weise auch stabile Projekte. Es ist sozusagen oft eine Stabilität in der gelernten Instabilität, die natürlich auch dann Resilienz erzeugt, weil man krisentauglich ist und improvisieren gelernt hat. Genau, aber ich sehe, wir haben eine Meldung aus dem Chat. Frau Moll. Genau, eine etwas kritische Anmerkung oder kritische Rückfrage. Frau Weiß fragt, das sind alles schöne Beispiele, aber wie sieht es aus, wenn eine Kommune in eine Stadt in Haushaltssicherung ist, ohne großen Stifter vor Ort? Sie machen gerade die Erfahrung, dass in einer Stadt am Rande des Ruhrgebiets es schwierig ist und eine große Herausforderung für freie Künstler, eine Immobilie zu kaufen, um sie als Gemeinwohlimmobilie zu nutzen, eben weil es eine Kommune in Haushaltssicherung ist und keine Stifter vor Ort gibt. Können Sie vielleicht noch dazu etwas sagen? Ja, also ich will das auf keinen Fall schönreden. Ne? Also ich bin ja heute angetreten, um Beispiele zu bringen, die Mut machen, aber da dürfen wir natürlich die Realität nicht ausblenden. Und diese Realität heißt, dann gerade an Standorten, in denen entweder die Kommune kein Geld hat oder sowieso wenig Geld, dass es wahnsinnig schwierig ist, das notwendige Kapital, sage ich jetzt mal Startkapital, zu finden. Und trotzdem glaube ich, dass es in fast jeder Kommune Ressourcen gibt. Also Ressourcen, die man irgendwie finden muss, anzapfen muss, wenn man den Menschen sehr klar und deutlich machen kann, warum es hier nicht nur um Eigennutz geht. Ne? Also wir wollen unsere Ateliers, ja, sondern warum es eine Wirkung nach außen gibt, eine Wirkung für die Gemeinschaft gibt. Für den konkreten Ort will ich das überhaupt nicht einschätzen. Wahrscheinlich ist es zu schwierig. Aber meine Erfahrung ist, dass es eher mit dem Zukunftsbild zusammenhängt, das dort behauptet wird.
und dass dieses Zukunftsbild einen Nutzen für die Gemeinschaft hat, dass dann die Chance, dass Geld zusammenkommt, einfach größer ist. Und wenn die Kommune pleite ist, um es mal umgangssprachlich zu sagen, dann ist es in der Tat ein Problem, dann muss man das irgendwie privat organisieren. Also das bringt dann auch nichts, glaube ich, mit einer sehr klammen Kommune, die ja dann fast noch nicht mal die Eigenanteile beisteuern kann, zum Beispiel zu einer Städtebauförderung, kann man trotzdem verhandeln, das weiß der Tobias viel besser als ich, weil letztendlich die Städtebauförderung in dem speziellen Programm es sogar zulässt, dass Teile des Eigenanteiles durch Muskelhypothek erwirtschaftet werden. So. Aber das ist dann sehr speziell und da braucht man genauso einen professionellen Rat wie eben beschrieben. Also ne, Kritik nehmen wir da gerne an und trotzdem glaube ich, dass es nicht unbedingt nur an reichen Standorten funktionieren kann, dort sogar mittlerweile fast viel schwieriger, weil natürlich gerade in Hamburg, sage ich jetzt mal, ne, überhaupt kein Grund und Boden mehr zu finden ist, auf dem man überhaupt noch was machen kann. Ne? Oder jede Immobilie so teuer ist, dass vielleicht das viele Geld, was die Stadt hat oder was die Bürgerinnen haben, sich dann sozusagen in den Bodenpreis verschwindet. Das ist dann auch eine Schwierigkeit. Also, ja. Und andererseits ist es auch ein Kampf um politische Priorisierung. Ja. Also auch Haushaltssicherungskommunen, auch Kommunen, die pleite sind, verfügen über Geld und Mittel und geben sie aus und setzen ihre Schwerpunkte und entwickeln Grundstücke und reparieren Straßen und stellen Personal ein, richtigerweise. Insofern muss sich da vielleicht auch Kultur und bürgerschaftlich getragene Stadtentwicklung lauter Gehör verschaffen. Mhm. Vielleicht ist es auch eine Aufgabe für die Parteien, für die politischen Parteien und Ratsfraktionen, sich dieser Themen anzunehmen, nicht nur, wenn sie aufploppen als Problem, sondern strategisch als programmatische Daueraufgabe, ihre Immobilien, ihre Kulturstandorte gemeinsam mit den Akteuren zu entwickeln und nicht in einem Schwarz-Weiß, entweder machen es die bürgerschaftlichen und Ehrenamtlichen mit privatem Geld oder es macht die Kommune zu verharren, sondern da vielleicht auch Hybridlösungen und Kombilösungen zu entwickeln. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Da würde ich jetzt auch wirklich gerne, dich muss ich da nicht ermutigen, aber Sie da draußen sehr ermutigen, politischer zu werden und als Kulturschaffende eben nicht nur den Kulturausschuss im Auge zu haben, sondern auch mal zu gucken, was passiert eigentlich im Planungsausschuss? Was passiert eigentlich bei den Liegenschaften? Und wenn Sie dort keine Lust zu haben, aber wenigstens mal versuchen, jemanden kennenzulernen, der in diesen Ausschüssen sitzt, weil das ist ja so ein Thema, das wir noch heute noch gar nicht angesprochen haben, dass die Kultur ist für die Repräsentation wahnsinnig wichtig, auch in einer Stadt. Aber wenn es um das harte Geld geht, also um die Grundstücksverkäufe, um das Schaffen von Baurecht und Bauplanungsrecht, finden kulturelle Akteure eigentlich nicht statt. Das ist einfach eine ganz andere Szene. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man als Kulturszene Macht haben möchte in einer Stadt, muss man sich auch mit den mächtigen Ausschüssen und mit den mächtigen Politikfeldern auseinandersetzen. Und die mächtigen Politikfelder sind Planung, Liegenschaften, Finanzen, vielleicht noch Wirtschaft. Ja, aber das können Sie in Ihrer Kommune mal recherchieren nach der Kommunalwahl, welcher Ausschuss wurde als erstes besetzt? Das sind immer die wichtigsten. Und da nochmal reinzuschauen und zu gucken, haben wir dort gute Netzwerke? Oder stehen wir da bei diesen eigentlich immer nur am Rand? Und warum stehen wir am Rand, finde ich, weiß nicht, wie du das siehst, aber eigentlich auch eine schöne Aufgabe für insbesondere natürlich für Kultur- und Kunstverbände, also Künstlerbund wie auch immer oder Kunstvereine, aber auch für Einzelpersonen, sich da einfach mal mit reinzufuchsen. Absolut, ja, vielen Dank. Thema Immobilienentwicklung, vielleicht noch ein Stichwort zum Thema Netzwerk Immobilien, diesem zweiten Zusammenschluss. Sehr, sehr gerne. Da bist du ja auch Gründungsmitglied, ne? Glaube ich. In dieser Stiftungszeit hatten Jörn Luft und ich die Chance, ein Konvent, ein Immobilienkonvent in Leipzig vorzubereiten. Ich glaube, das war 2016. Und aus diesem Konvent, wo wir mit ganz vielen Leuten und auch mit viel Politik zusammengearbeitet haben, da waren sogar Bundespolitiker damals da, haben wir verschiedene Forderungen gestellt, wie wir gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung gerne auf bundespolitischer Ebene in Zukunft befördern wollen. Und auf diesem Konvent ist eigentlich die Basis gelegt worden für dieses Netzwerk Immobilien, das mittlerweile richtig groß ist, das eigene bundespolitische Forderungen auch wieder zur Bundestagswahl stellt, in dem Know-how-Transfer stattfindet, in dem sich Immobilien zusammenfinden und in dem man eben auch auf unkomplizierte Art und Weise, ohne gleich ein großes Beratungshonorar, einfach mal Wissen abfragen kann und sich mal, wenn man ein Interesse hat, in diesem Feld tätig zu werden, gut zu vernetzen.
Es ist zauberhaft, es macht immer wieder Spaß. Es gibt tolle Konferenzen, die organisiert werden. Und man kriegt da so ein bisschen in diesem Netzwerk die Angst vor der Immobilie genommen, was ganz schön ist, weil man so viele Beispiele hat und nicht nur diese Hochglanzbeispiele, sondern auch die Menschen dahinter kontaktieren kann, die einem dann auch vom Scheitern erzählen können und von dem, was du so schön gesagt hast, von dieser Fähigkeit dieser Menschen und auch dieser Projekte, immer wieder resilient zu sein, immer wieder auf Schocks und kleine Hürden gut und auch gelassen zu reagieren. Und das macht viel Spaß, ja. Okay, ich habe hier noch ein paar Stichworte mir aufgeschrieben, was das Thema Immobilien und Kultur angeht. Wie sieht es denn dann aus, wenn bürgerschaftliche Akteure so eine Immobilie entwickeln wollen? Dann stoßen sie ja auch wieder auf die Verwaltungswirklichkeit. Mhm. Sie stoßen am Anfang auf Liegenschaften, auf das Thema Finanzierung. Sie stoßen dann aber auch auf Nutzungsänderung, auf Bauordnung, auf Genehmigungen. Am Anfang sind oft die temporären, die improvisierten Nutzungen gewollt und herzlich willkommen. Und dann müssen sie überführt werden in dauerhafte Nutzungen, Bespielungen. Dann geht es auf einmal auch um Dinge wie die Versammlungsstättenverordnung und die Zuschauerbegrenzung und die Parkplätze und die Lärmbeschwerden aus der Nachbarschaft und so weiter und so fort. Wie kann man solche Prozesse dann auch verwaltungsintern so organisieren und regeln, vielleicht als kleinen Tipp an unsere kommunalen ZuhörerInnen, dass die bürgerschaftlichen Akteure, die Initiativen nicht das Gefühl haben, von Pontius nach Pilatus, von Amtsstube zu Amtsstube laufen zu müssen, um sich die Teillösungen und Antworten für ihre Gesamtbaustelle zusammenzusuchen. Wir sprachen auch eben über das Projekt in Aachen, das über Initiative ergreifen entwickelt wird, das jetzt vor der großen Herausforderung Bauherrschaft steht. Wer macht's? Die Initiative, die Kommune, findet man eine kombinierte Lösung bei dieser Umbauaufgabe? Was können unsere kommunalen Vertreter aus unserem Gespräch mitnehmen? Also ich will da jetzt gar nicht so sehr auf Aachen rekurrieren, weil ich glaube, da können wir auch noch besser werden. Ne? Also es ist nicht so, dass da jetzt schon der Stein der Weisen bei uns gefunden wäre. Meine Kolleginnen und Kollegen betreuen dieses Projekt sehr, sehr gut. Aber ich glaube, es wird noch von zu vielen Stellen, also es gibt noch zu viele Eingangstüren in die Stadt. Ich durfte auch, bevor ich zur Stadt Aachen gegangen bin, eine Studie machen, die ich auch sehr empfehlen kann, wenn Sie das interessiert. Gemeinwohlorientierte Initiativen in der Stadtentwicklung heißt diese Studie. Die habe ich zusammen mit Kollegen aus Bonn von Questio gemacht. Und da haben wir in der ganzen Republik uns solche Projekte angeguckt und auch die kommunale Seite immer interviewt. Und diese gemeinwohlorientierten Initiativen, die dann wirklich auch gebaut haben, brauchten eigentlich immer so einen Gewährsmann in der Verwaltung, einen Navigator, nenne ich es mal. Und ich fände es schon gut, wenn wir Verwaltungen, sage ich mal, auch Aachen das schaffen würde, vielleicht auch an verschiedenen Stellen so Navigatoren zu finden und auszubilden, die Logik von solchen Projekten auch kennen. Weil die Logik ist eben nicht die klassische routinierte Bauherrschaft, ne? Sondern diese Initiativen bauen oft nur einmal in ihrem Leben, weil das gar nicht ihr Zweck ist zu bauen, sondern ihr Zweck ist ja, Kulturveranstaltungen zu machen oder so. Und da glaube ich, sollten wir Kommunen vielleicht auch mal im Städtetag oder im Städte- und Gemeindebund uns vielleicht auch mal zusammentun und einfach mal sagen, was können wir denn mit diesen tollen Investoren, das sind ja am Ende sind es auch Investoren, was können wir da besser machen? Und vielleicht wäre die Einrichtung eines solchen Navigators, und der ist eben nicht nur für bürgerschaftliches Engagement zuständig, sondern der braucht die Professionalität, Brückenbauer zu sein zwischen ungeübter Bauherrschaft und Amt, ne, sage ich mal. Das fände ich ganz, ganz schön. Und ich nehme das einfach mal mit, dass wir das vielleicht im Städtetag NRW mal diskutieren, ob es nicht mal so eine kleine Initiative geben könnte. Es ist immer ganz schwierig, weil wir haben knappe Ressourcen, wir haben Standardaufgaben. Und trotzdem glaube ich, dass uns am Ende so eine gut ausgebildete Navigatorin würden uns am Ende, glaube ich, sogar Arbeit abnehmen. Also in großen Städten ausgebildete NavigatorInnen sozusagen institutionell zu verankern, das wäre natürlich ein Traum. In vielen kleinen und mittleren Städten wäre schon viel damit gewonnen, wenn einfach projektbezogene Verantwortungszuordnungen funktionieren würden. Wenn also für solche bürgerschaftlich getragenen Kultur-, Immobilien-, Entwicklungsprojekte die Verwaltung einen zentralen Ansprechpartner benennt, der dann verteilt, der sammelt, der bündelt und koordiniert. Und so unsere Erfahrung, der Rückenwind von ganz oben, also von den BürgermeisterInnen, die solche Projekte wollen sollen und wollen müssten, ist auch ein entscheidender Punkt. Denn am Ende heißt es ja auch, Macht abgeben. Ein Stück Einfluss
nicht mehr rein kommunal durchzusetzen, sondern an die Initiative mit Gebäudeverantwortung abzugeben. Und das ist natürlich auch eine Philosophie, die gerade bei direkt gewählten BürgermeisterInnen in den Köpfen vorhanden sein sollte. Auf jeden Fall. Ich glaube, du sprichst da ganz interessanterweise, ich glaube, da muss man wirklich einen Unterschied machen zwischen großen Kommunen und kleinen Kommunen. Großkommunen könnten den Vorteil haben, solche Navigatoren zu entwickeln, haben aber auch eine extreme Versäulung. Also sie sind extrem gespreizt, ne? Also in den Zuständigkeiten. Und bei kleinen Kommunen sind die Wege auch kurz. Und auch die Wege zum Oberbürgermeister sind relativ kurz. Und so eine Projektverantwortung braucht schon die Rückendeckung des Oberbürgermeisters, weil dieser Projektmensch greift ja dann sozusagen quer in die Verwaltung rein. Und damit die Leute, die da quasi nicht in der Hierarchie reagieren, sondern quer reagieren müssen, nicht so machen und sagen, was bist du denn, muss das aus der Spitze kommen, entweder vom Beigeordneten oder auch vom Oberbürgermeister in. Das ist ganz, ganz klar, weil diese Projekte sind, ich nenne die immer 360-Grad-Projekte, die brauchen alle Teile der Verwaltung meistens, also vielleicht nicht unbedingt den Katastrophenschutz hoffentlich, ne? Aber sie brauchen fast alle Teile der Verwaltung, auch die Feuerwehr und so weiter, also schon dann irgendwie auch, ne? Mindestens für die Genehmigung, und das braucht den Blick der Spitze. Darum wird diesen Projekten auch nicht selten vorgeworfen, das muss man auch, finde ich, ganz klar sagen, dass sie zu viel Energie, ne, für eine zu geringe Wirkung, weil es ist ein einzelnes Projekt, um das sich auf einmal alle kümmern müssen. Und da gibt es dann auf einmal auch Neid von anderen Bauherren, ne? Die sagen, ja, klar. Moment, mein Projekt ist genauso wichtig, ich mache einen Wohnungsbau oder so. Würde ich nicht sagen, weil diese Immobilien oder gemeinwohlorientierten Immobilienprojekte sind so wichtig für die Gemeinschaft und für das gemeinschaftliche Handeln in einer Stadt. Also die haben auch über lang so eine große Wirkung, dass ich die schon auch, es ist, finde ich, gerechtfertigt, dass die eine besondere Position bekommen. Ja. Wir schauen in den Chat, Frau Moll. Genau, wir haben gerade eine kleine Irritation mit dem Begriff Immophilien. Da hat sich jemand gewundert, ob er einen Hörfehler hat oder ob es tatsächlich Immophilien heißt. Ich habe das kurz geklärt, aber vielleicht sagen Sie noch was dazu. Und ich habe auch kurz den Link zu Ihrem Netzwerk gepostet. Dann können sich die Zuschauerinnen noch ein bisschen umschauen auf Ihrer Seite. Und dann noch eine Rückfrage von Katrin Brandt zu der Studie, die Sie gerade angesprochen haben. Nochmal den Namen vielleicht zu nennen und wo man die findet. Aber ich denke, den können wir auch die Studie im Nachgang sonst noch per E-Mail zuschicken oder vielleicht kann ich gleich parallel kurz recherchieren. Ja, also das mit den Immophilien ist kein Verhörer. Der Begriff setzt sich jetzt langsam durch und Jörn Luft und ich haben ein geheimes Projekt. Unser Lebenstraum ist es, dass der Begriff Immophilien irgendwann im Duden auftaucht, sozusagen. Leider dann unter Immobilien, weil da ist ja das V und das B und so, ne? Aber dass man da das im Duden hätte, und unsere Kurzformel ist Immobilien von viele für viele. Ganz einfach so. Und eben Immobilien nicht rein für einen privaten Nutzen, weder privat individuell noch privatwirtschaftlich, sondern für einen Gemeinschaftsnutzen zu entwickeln und mit gemeinschaftlich zu entwickeln. Die Studie ist erschienen beim BBSR, Bundesinstitut für Bauwesen und Raumordnung, und heißt, ich muss mich jetzt wirklich erinnern, ziemlich sicher gemeinwohlorientierte Initiativen in der Stadtentwicklung. Vielleicht recherchieren Sie es nochmal, Frau Moll. Und Bernd Faller und ich sind unter anderem Autorinnen dieser Studie. Ja, die hat viel Spaß gemacht, weil wir dann auch nach Rostock reisen konnten und überall hin und die Logik dieser Einrichtungen auch besser begreifen konnten. Ja. Gut. Gut, ich glaube, im Chat hat sich was getan, auch was den Informationsaustausch und die Verlinkung angeht. Genau, ich muss mich erstmal entschuldigen. Das ist jetzt gerade mir tatsächlich passiert, dass ich die falschen Adressaten ausgewählt habe, worauf wir sie so beharrlich am Anfang drauf geeicht haben. Die Links sind jetzt aber verfügbar für die Zuschauerinnen. Und Wolfram Nakasus hat auch einen Link gepostet. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob es der zu der Studie ist, aber es ist auf jeden Fall ein Link da. Und wenn es jetzt noch nicht der richtige ist, dann werde ich den auch gleich noch recherchieren und posten. Okay, herzliche also Grüße an Wolfram Nakasus in Bochum. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht auch noch der Hinweis, wenn Sie das Thema noch mehr interessiert, hier sitzen zwei stolze PreisträgerInnen. Vorgestern, glaube ich, war das, ne, wurde der Preis Kooperative Stadt auf Bundesebene vergeben. Sowohl Schwerte als auch Aachen ist PreisträgerInnen, und diese
Kommunen, die dort Preise bekommen haben, sind kleine und große Kommunen. Es lohnt sich da nochmal zu schauen, wie die arbeiten, was für Instrumente die haben für diejenigen, die bei sich zu Hause vielleicht einfach auch sagen, wir würden gerne auch mal, dass unsere Gemeinde sich da anders aufstellt. Ich glaube, in diesem Kooperative oder koop-stadt.de unter dieser Seite kann man sehr viel Inspirationen auch finden. Ja, und da wenden wir uns nach Aachen und sind gespannt auf den dritten Block, auf deine Beispiele und aktuellen Projekte aus deiner Tätigkeit als Stadtbaurätin. Mhm. Wenn ich es richtig sehe, gibt es da ein paar Bilder und Fotos zu sehen, eine kleine Präsentation. Ich hoffe, Herr Schlegel hört uns, tut er bestimmt, und teilt jetzt den Bildschirm. Und Frauke, du hast das Wort und gibst dann vielleicht immer ein kurzes Signal an Herrn Schlegel, wenn er die nächste Folie einblendet. Ja, gerne. Ja, dann wende ich mich jetzt mal so ein bisschen mehr in die Kamera, weil es ja doch einen Vortragscharakter hat. Aber Tobias, du, wenn du Rückfragen hast, unterbrichst du einfach. Qualität als Gemeinschaftsaufgabe, Stadtentwicklung und Kultur im Dialog. Das war so ein bisschen mein Auftrag, einen Blick aus Aachen zu organisieren. Und ich habe Ihnen Projekte mitgebracht. Und hier sehen Sie schon das erste Projekt. Das ist jetzt nicht im Mittelpunkt, da habe ich auch keine Finger drin in dem Projekt, aber es ist ganz faszinierend. Das ist natürlich der Aachener Dom in seiner vollkommenen Schönheit. Und die Fäden, die Sie davor sehen, kommen aus einem Sandkasten. Den habe ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht als Bild. Das ist der archimedische Sandkasten, der leider im Corona-Jahr jetzt nicht, aber hoffentlich dieses Jahr dann im Sommer wieder. Ein riesiger Sandkasten auf dem Katschhof in Aachen, wo die Bleiberger Fabrik gemeinsam mit der RWTH, dort die Mathematiker und Physiker, einen wunderbaren Kinderspielplatz, sage ich jetzt mal, entwickeln, wo man etwas über Mathematik und die sieben Geißlein lernen kann. Also ein ganz leichtes, ganz schönes Sommerprojekt, das schon eine Tradition hat in Aachen und das wir alle sehr lieben und wo unterschiedlichste Kräfte, nämlich Hochschule, Stadtmarketing, die Bleiberger Fabrik als Kunst- und Kulturort und eben die Stadt Aachen zusammenkommen. Nächste Folie bitte. Ja, ich fange mal an mit einem Themen- und Projektfeld, das ich geerbt habe und wo ich dann trotzdem stolz auf sein darf, nämlich unser Programm Aachen Nord, das jetzt gerade ausläuft, ein Programm der sozialen Stadt, wo Kunst und Kultur auf unterschiedlichste Art und Weise auf die gedeihliche Entwicklung eines Stadtteiles, den man als Ankommensstadtteil beschreiben kann, gewirkt haben. Nächste Folie bitte. Und wo unter anderem dieses Depot gebaut wurde. Das ist deinem Schwerterprojekt, Tobias, nicht ganz unähnlich. Altes Eisenbahndepot, das umgebaut wurde zu einem Kultur- und Veranstaltungsort und in dem unterschiedlichste Vereine jetzt mieten können, also durchaus auch gegen Geld mieten können, wo auch eine kleine Stadtteilbibliothek drin ist, wo eine Werkstatt für Menschen, Schülerinnen und Schüler, die sich immer mal handwerklich weiterbilden, drin ist, wo eine offene Tür drin ist, wo aber auch ein Kunstverein drin ist und eine große Halle, die habe ich jetzt nicht als Bild mitgebracht, die dann regelmäßig durchaus mit zeitgenössischer Musik oder mit anderen Dingen bespielt wird. Ein sehr, sehr schönes Projekt, das immer wieder an dieser Grenze zwischen sozialer Arbeit und Kulturarbeit durchaus auch hadert und immer wieder seine Rolle neu definieren muss. Aber ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zur Entwicklung dieses Stadtteils. Weiter bitte. Ganz anders, aber durchaus auch ein bisschen mehr als nur Platzgestaltung sehen Sie hier. Das sind als einer der Rehmplätze. Auch in dem Stadtteil Aachen Nord, wo gemeinsam, also unser Grünflächenamt in dem Fall, gemeinsam mit den Nachbarinnen und Nachbarn durchaus mit einem kulturellen Anspruch einen Platz weitergestaltet hat zu einem Spielplatz, zu einem Erlebnisort, der wirklich viel, viel mehr ist als einfach nur ist viel, viel mehr als einfach schnödes Aufstellen von Spielgeräten. Und das sind auch kulturelle Prozesse, weil in dieser Nachbarschaft jetzt es nicht selbstverständlich ist, partizipativ eingebunden zu werden und das aufzubauen, das Vertrauen zu entwickeln und dann eben zu einem solchen Ergebnis zu bekommen. Und gehen Sie weiter bitte, eine nächste Folie. Oder aber auch zu einem solchen Ergebnis dann eben gemeinsam mit den anliegenden Kindertagesstätten und so einen Drachen zu entwickeln, der gewünscht war von den Kindern und der wirklich ich glaube, es ist jetzt gerade kurzfristig eröffnet, ein ganz toller Magnet in Aachen-Nord geworden ist, wo die Kinder und einfach hinwollen, diese Erfahrung zu machen, durch den Schlund des Drachen zu gehen. Also ich finde es unheimlich,
Aber die Kinder entwickeln da wirklich einen ganz eigenen Spaß. Und vor allem hat es auch so eine Ebene der Erfahrung, des Mutschöpfens. Ich traue mich das und so. Ist ein ganz, ganz tolles Spielgerät, das viel mehr ist als ein Spielgerät. Weiter bitte. Ein Projekt, das ich selber fast von der ersten Stunde an mit begleiten durfte. Und ich bin jetzt erst seit anderthalb Jahren da. Das ist die anstehende Umgestaltung unseres Theaterplatzes. Und wir spielen und wir beißen heißt in dem Fall, als ich nach Aachen gekommen bin, waren viele Projekte sind ins Stocken geraten. Und ich habe mich dann erstmal damit beschäftigt und habe mich gefragt, warum ist das so? Warum stocken die alle? Da gab es jetzt unterschiedliche Ursachen. Eine Ursache, die habe ich dann mal ganz liebevoll den Aachener Knoten genannt. Aber ich glaube, der ist gar nicht aachenspezifisch. Man hat ein Projekt, eine Sehnsucht, man will in dem Fall den Theaterplatz umgestalten und man packt auf diese Sehnsucht zu viele Wünsche drauf. Man will alles erledigen und dann ist irgendwann das Ganze so groß und so verknotet, dass man es nicht mehr entwickelt bekommt, weil die Ansprüche zu groß sind, weil die Beteiligten zu viel sind, was auch immer. Und dann habe ich gesagt, weil da sowieso schon so ein Verkehrsversuch, ganz anderer Kontext, Europäische Woche der Mobilität war, habe ich gesagt, ich möchte jetzt Städtebau so gestalten, dass ich sage, es gibt erstmal eine Experimentierphase, dann gibt es eine Reallaborphase, wo man sozusagen aus dem Experiment heraus Mut geschöpft hat und sagt, jetzt lass uns mal ein echtes Reallabor machen, lass uns messen und bewerten, ob das gut ist, was wir dort vorhaben, und dann gehen wir in die Realisierung. Das heißt, ich versuche in diesen Projekten so ein bisschen die Angst zu nehmen, perfekt zu sein, einfach mal anfangen, einfach mal starten. Das habe ich übrigens von dir gelernt, Tobias. Das kann man nicht nur in Schwerte machen, sondern das kann man auch in der Stadtplanung machen. Und dieses einfach mal anfangen öffnet. Und jetzt die nächste Folie bitte. Hier sehen Sie links den Theaterplatz. Und dann sehen Sie eben, haben wir die nördliche Seite des Theaterplatzes vom Verkehr fast befreit. Die Busse müssen da noch fahren im Moment. Das hat dann so einen lustigen Schilderwald zur Folge. Keiner weiß eigentlich mehr, wo es lang geht. Auch das ist eine hohe Kunst, wo wir sicherlich noch besser werden können. Und das geht dann eben auf der Südseite in dem Fall, ging dann bis dahin, dass wir dort in dieser Realabbauphase eine temporäre Bushaltestelle aufgestellt haben, um zu gucken, was ist das eigentlich, wenn der Bus hier hält und nicht so weit oben. Also auch wirklich einen Verkehrsversuch gemacht haben. Wir haben den Theaterplatz dann eine Zeit lang komplett gesperrt für den motorisierten Individualverkehr und haben das dann mit einem LoRaWAN-Netz auch gemessen und wirklich Daten erhoben. Was bedeutet das im gesamten städtischen Verkehrsnetz, wenn dieser Platz außer für die Busse nicht mehr befahrbar ist? Also so ein Reallabor kann man einfach für ganz, ganz vieles nutzen. Und das macht der Stadtgesellschaft insofern eben auch noch nicht Angst, weil man dann noch nicht die Grundsatzdebatte führt. Will man grundsätzlich den Individualverkehr daraus haben, sondern sagt, ey Leute, lasst uns das mal probieren, wir werten das aus, wir sind ehrlich und zeigen euch, wenn wir ausgewertet haben, ob das eine Möglichkeit ist, ja oder nein. Und ich spoiler jetzt einfach mal, der Rat der Stadt Aachen hat vor, oder der Mobilitätsausschuss und der Planungsausschuss haben vor einem Monat ungefähr beschlossen, dass der motorisierte Individualverkehr komplett rausgeht aus dem Theater. Das hätte ich nie geschafft, wenn ich mit dieser Ansage in die Debatte reingegangen wäre. Aber die Ansage war, Leute, lass uns ein Reallabor machen. Der Platz ist schön, der muss schöner werden und so weiter. Und dann hat dieses Projekt Kraft bekommen. Weiter bitte. Wir haben dann eben nicht nur eine Bushaltestelle gemacht, sondern es wurde auch gepflanzt auf der nördlichen Seite. Es durfte auf einmal Außengastronomie auf einer Autospur stattfinden. Und wir haben so ganz neue Lounge-Orte irgendwie gebaut. Das alles so unter Corona war natürlich ein bisschen schade, dass man da jetzt nicht Menschenmassen hatte. Die wollten wir ja auch nicht. Aber weiter bitte. Es gab eben durchaus auch Auseinandersetzungen, die künstlerisch befeuert wurden. Auch die waren total wichtig. Sie sehen hier, mit Unterstützung der Baukultur NRW konnten wir das machen. Denn Peter Köllermann kommt ja, glaube ich, nachher auch noch dazu. Haben wir eine Tanzperformance ganz toll ermöglicht, die über mehrere Momente an mehreren Tagen diesen Raum wirklich von diesen jungen Menschen ausprobiert wurde, auch im Konflikt zum Verkehr, im Konflikt zu den Stadtmöbeln oder gar nicht nur im Konflikt, sondern auch in den Möglichkeiten, die diese Räume alle bieten. In der Mitte sehen Sie eine Abendinstallation mit Kölner KünstlerInnen, die dort im Theater eine Lichtinstallation gemacht haben und man konnte mit so Laser
Pointern das Licht an- und abschalten. Also da waren so quasi Resonanzlaserpunkte auf der anderen Seite. Und hier, ne, die Menschen, die da, achso, das können Sie jetzt nicht sehen. Die Menschen, die da vorne stehen, haben quasi Laserpointer in der Hand und können jetzt quasi das Licht, was sie dort sehen, auch abschalten. Und dann rechts sehen Sie da an dem Theaterplatz jetzt die Hochschule für Musik und Tanz, die da total versteckt ist und die man auch gar nicht so richtig, also man hört da manchmal Musik raus, aber eigentlich hat sie kein öffentliches Leben zum Platz hin. Und sie hat dort auch Aufführungsmöglichkeiten bekommen. Also das war jetzt im Sommer letzten Jahres und im Herbst letzten Jahres die Aufgabe von Frau Caro Kluge, oder die hat sie sich selber gegeben und auch selber konzipiert, das jetzt so durchzuziehen. Und jetzt haben wir eigentlich eine sehr gute Grundlage, also sowohl Verkehrsdaten, sage ich mal, also die ganz harten Daten, die natürlich politisch am interessantesten sind, aber wir haben eben auch kulturelle Daten über diesen Platz. Und haben jetzt gerade fast fertiggestellt eine Ausschreibung für einen internationalen Wettbewerb, um dann die echte Platzumgestaltung voranzutreiben. Nächste Folie bitte. Das war es schon genau vom Theaterplatz. Soll ich einfach weiter erzählen? Ja. Jetzt kommt mein aktuelles Lieblingsprojekt ist eigentlich der Theaterplatz. Das war mein Lieblingsprojekt, als ich gestartet bin in Aachen. Da steht ein Parkhaus in der Mitte der Stadt aus den 60er Jahren. Es ist mit den Jahren nicht schöner geworden. Und seit 1989 möchte die Stadt Aachen dieses Parkhaus abreißen. Es ist aus verschiedensten Gründen nicht gelungen. Dieses Parkhaus ist immer stehen geblieben. Und jetzt sind die Bagger da. Der Abriss hat begonnen. Ja, das ist einfach sensationell. Aachen kann es kaum glauben. Nächste Folie bitte. Und wir haben diesen Knoten gelöst mit zwei Dingen. Einmal einer Karte, die mein Kollege und Projektleiter in diesem Projekt, bevor die Stadtentwicklungsgesellschaft so richtig auf Fahrt aufgenommen hat, der Hauptprojektleiter, alle Fäden zusammengehalten hat, der Nils Jansen, hat mit einer jungen Studentin, der Frau Graf, eine Karte gemacht, die Stadt auf Augenhöhe. Und es war ganz interessant, dass diese Karte ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Politik, auch unser Oberbürgermeister, verstanden hat, was wir wollten. Weil wir haben gesagt, jetzt haben mehrere Investoren sich schon die Zähne dran ausgebissen. Wir müssen noch mal auf einer anderen Ebene Ziele für dieses Projekt definieren. Also nicht nur Ziele, wir brauchen so und so viel Kubikmeter Büro oder wir brauchen dort Sozialwohnungen, sondern wir brauchen eine Haltung zu diesem Ort. Und darum hat der Herr Jansen analysiert, wo sind eigentlich warme Erdgeschosse, das sind die warmen Farben, und wo sind kalte Erdgeschosse, das sind die Leerstände, das ist das Parkhaus, das sind da oben, da wo es so gelblich ist, das ist unser Rotlicht, unsere Rotlichtstraße, die Antoniusstraße, wo sozusagen gar keine Erdgeschossverbindung, sagen wir mal, quasi entsteht, und was grau ist, ist Leerstand. Und wir haben halt gesagt, das Ziel ist eigentlich, dass passt der ganze Plan, vielleicht nicht die ganze Antoniusstraße, warme Farben bekommt und dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt wieder im Dialog auf Augenhöhe treten können. Dieses Bild hat total gut funktioniert, weil die Politik gesagt hat, das ist ein gutes Ziel. Nächste Folie bitte. Wir brauchten aber auch ein programmatisches Ziel und auch eine baukulturelle Haltung zu diesem Ort. Und ich weiß es noch genau, am 9. Januar 2020 habe ich mich für den Planungsausschuss gestellt, da war ich 3 Monate in Aachen. Und habe einfach gesagt, ich sage Ihnen jetzt nicht, was da hinkommt, aber ich sage Ihnen, mit welcher Haltung wir das entwickeln müssen, nämlich gemeinwohlorientiert, brillante Architektur. Und wir haben eigentlich drei Themen, die leitend sein sollen. Und das sind die drei großen Ws: Wissen, Wohnen und Wiese. Auch das hat aus welchen Gründen auch immer funktioniert, vielleicht weil es noch nicht zu spezifisch war und damit auch nicht zu stark angegriffen werden konnte. Und dann haben wir als nächste Folie bitte, gesagt, wir machen jetzt nicht den Fehler, wieder einen klassischen Immobilienentwickler zu suchen, der uns das Ganze dann entwickelt und verspricht, dass es alles gelingt und dann wie die Entwickler davor vielleicht hinschmeißt, weil es dann doch zu teuer geworden ist, sondern wir laden sowohl Ideengeberinnen als auch StadtmacherInnen ein, um mit uns dieses Gelände zu beplanen. Wer sind die Ideengeberinnen? Wer sind die StadtmacherInnen? Die IdeengeberInnen sind diejenigen gewesen, die sich gemeldet haben über ein Formular im Internet und so weiter und gesagt haben, wir haben eine tolle Idee, wir wünschen uns an diesem Ort, dass etwas entsteht. Also ein Museum oder, keine Ahnung was, eine Feuerwache, um mal was Lustiges zu sagen, was natürlich da nie hingekommen wäre. Die bauen wir woanders in der Stadt.
eine, was war denn noch so Thema, Wohnungsbau, alles Mögliche wurde so genannt. Aber die Menschen, die IdeengeberInnen, wollten das nicht selber machen. Das waren 44. Und lustigerweise waren es genau 44, die sich als StadtmacherInnen erwiesen haben, die gesagt haben, wir wollen hier entweder investieren oder wir wollen in Zukunft hier etwas mieten. Wir haben zwar kein Geld, um zu investieren, aber wir können uns als Ankermieter anbieten. Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen, sogar eine große Forschungsinstitution kam, die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Und die haben wir dann unter Corona-Bedingungen in unsere schöne Citykirche. Wir haben so eine Kirche, die immer wieder für solche Veranstaltungen benutzt werden kann, direkt ums Eck, eingeladen und haben wirklich mit denen Modelle gebaut. Und diese StadtmacherInnen von diesen 44, würde ich sagen, sind aktuell aktiv, noch ungefähr 20 an Bord, arbeiten auch weiter daran, dass wenn wir irgendwann dort die Fläche frei haben und ein gutes städtebauliches Konzept haben, dort auch dann in einer Konzeptvergabe dort Grundstücke oder Etagen oder was auch immer zu erwerben. Weiter bitte. Ganz wichtig in diesem Prozess waren aber nicht nur das, was wir gemacht haben, sondern da gab es eben auch eine aktive Truppe, die der Tobias auch kennt, die du mal auf dem Parkhaus getroffen hast. Da sieht man auch das Parkhaus mit dem Blick auf den Dom. Das sind die sogenannten Meffis. Die heißen Meffis, weil wir auch Gebäude von der Stadtentwicklungsgesellschaft haben in der Mephadatisstraße. Und das ist so eine Melange aus jungen Kräften Aachens, Profis zum Teil, die schon öfter so temporäre Projekte gemacht haben, unter anderem Patricia Graf, Designerin. Also mal so eine Clique um die Designmetropole, aber auch so eine Clique um die RWTH und die FH, also Techniker, Leute, die sich mit Raketenbau beschäftigen, aber alle von denen haben ein gemeinwohlorientiertes Herz. Kulturclubs sind auch dabei, der Rhizom, das ist so ein Netzwerk von Kulturschaffenden aus Aachen, die immer wieder sich einbringen in fragile, temporäre oder aber auch agile Prozesse. Und diese Melange aus Menschen haben einen Club gegründet, die Meffis, und haben die Erdgeschosse von leerstehenden Erdgeschossen in der Mephadatisstraße bezogen, die der Stadt gehören oder der Stadtentwicklungsgesellschaft gehören, und fangen jetzt gerade an, dort zu arbeiten und unterschiedlichste gemeinwohlorientierte Initiativen von dort aus zu starten. Die sind deswegen wichtig, weil sie eigentlich unser erstes Versprechen waren. Und in dem Sinne, dass wir gesagt haben, auch wenn es dann schwieriger war mit unserer Bauordnung auch, nicht weil die sperrig sind, sondern weil man dann natürlich irgendwann so ein Ladenlokal auch wirklich umnutzen muss und so, hat es ein bisschen länger gedauert, aber wir wollten mit den Meffis auch zeigen, wir können mit solchen Initiativen ernsthaft und auf Augenhöhe zusammenarbeiten, und das ist nicht nur ein hohles Versprechen, sondern wir machen es jetzt schon ganz konkret und in Zukunft dann auch auf den Flächen, die dort entstehen, wo jetzt, wie Sie sehen, das Parkhaus aktuell steht. Nächste Folie bitte. Ganz kurz noch eine Verständnisfrage aus dem Chat, die ich mitverfolgt habe. Die 44 IdeengeberInnen, ja, und die 44 StadtmacherInnen, waren das BürgerInnen? Wie wurden die gewonnen, akquiriert? Wo kamen sie her? Das ist meine letzte Folie, okay, und dann beantworte ich. Dann können wir uns wieder im Plauderturm begeben. So, sehr, sehr gerne. Diese Projekte, der Theaterplatz, der Brander Hof, den ich heute nicht mitgebracht habe, den Tobias maßgeblich betreut, unser Büchelprojekt natürlich im Herzen, weil es besonders spektakulär ist, aber auch unsere Stadtteilkonferenzen, die mit Verfügungsfonds arbeiten und so weiter, alles das haben wir gerade eingereicht zu dem Wettbewerb Kooperative Stadt, und wir sind wahrhaftig ausgezeichnet worden, nicht weil wir alles schon gut können, wir müssen noch eine Menge lernen, aber weil wir, glaube ich, richtig viel vorhaben, und gerade unsere Oberbürgermeisterin Frau Kolpen steht extrem hinter dieser Strategie der kooperativen Stadt und macht das auch zu ihrer eigenen Sache, was natürlich auch meine Arbeit in diesem Umfeld sehr erleichtert. Sie dürfen es aber jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe auch ganz klassische Arbeiten, ganz klassische Investorenprojekte, große Hochschulprojekte und große Verkehrsprojekte zu betreuen. Das ist jetzt nur so ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was eine Stadtbaurätin so versucht, an der Schnittstelle zur Kultur zu gestalten. So, und jetzt gerne vorher frei für Fragen. Ja, erstmal danke, liebe Frau Rocke, für dieses beeindruckende Panorama all deiner Projekte und deiner gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungsvorhaben in Aachen. Ich komme zurück auf die gerade gestellte Frage. Es war, glaube ich, eine sehr konkrete Verständnisfrage. Woher kommen diese Personen, diese IdeengeberInnen und die StadtmacherInnen? Wie habt ihr sie gewinnen können? Also zum einen ist es eine wilde Mischung aus Institutionen und Personen. Wir haben die über Öffentlichkeitsarbeit gewonnen. Wir haben einen, also Sie können das alles mal sich anschauen. Es ist eine lustige Internetseite geworden, büchel-aachen.de. Und dort habe ich zum Beispiel irgendwann gesagt, okay, wir brauchen keine Flyer, wir brauchen eigentlich sowas wie ein Talk.
Und dann haben wir auf dem, dieses Parkhaus ist einfach ein Mythos in Aachen, ja. Und dann haben wir auf dem, habe ich auf dem, auf das Parkhausdeck unterschiedliche Gesprächspartner eingeladen, die eigentlich auch als Multiplikatoren dann gedient haben für den Verteiler, sage ich mal. Da war dann zum Beispiel einer der profilierteren Künstler Aachens, Tim Beresheim, war dann mein Gesprächspartner. Aber auch Anna Soos, die den, die im Depot einen Kunstverein leitet. Und darüber hat sich das dann, also es hat sich dann in die Szenen verteilt, weil natürlich die Menschen, die dann mit einem Film und einem Interview online waren, das an ihre Leute wieder verteilt haben. Und dadurch haben wir das bekannt gemacht. War aber auch die IHK mal Partner im Gespräch oder ein Möbelhändler, ein sehr, sehr bekannter Möbelhändler in der Stadt und so weiter. Und mit all denen habe ich über das Potenzial dieses Grundstücks geredet. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Tool, um Menschen zu erreichen. Also nicht selber nur zu senden, sondern die Schlüsselpersonen zu erwischen, die wiederum das weitererzählen. Ja, und dann hatten wir alles am Ende bei den Stadtmacherinnen von einem, ich glaube, ein Mensch, ich habe jetzt den Namen gerade nicht mehr, ziemlich verrückter Kerl, ob er jetzt Künstler ist, weiß ich nicht ganz genau, aber der hat sich irgendwie vorgenommen, dass mit Waffeln backen die Welt irgendwie glücklicher wird. Ja? Und es, also eigentlich ist es eine Dauerperformance, die der macht. Und der will aber auch wirklich was machen am Büchel. Also ne, der will jetzt nicht nur Performance. Und der von dem bis hin zu einem klassischen großen Investor aus Düsseldorf, die saßen alle um diese Modelle drum. Mhm. Und auch gemeinsam um diese Modelle drumherum. Die mussten sich auch aushalten. Das hat nicht nur für Vergnügen gesorgt, auf beiden Seiten nicht. Aber wenn man das gut und sympathisch moderiert, was das Büro Ulrich Hartung für uns wirklich hervorragend gemacht hat, dann gibt es auch eine Chance, auch mal übereinander zu lachen. Man darf halt nicht ideologisch an solche Themen rangehen. Also ich mache das nicht. Das ist, in Berlin wird sowas häufig ideologisch verhandelt. Hier die Investoren, da die Gemeinwohlorientierten. In so einer Stadt wie Aachen geht das nicht. Möchte ich das auch nicht. Sondern jeder sollte sozusagen in seiner Rolle versuchen, sich dem Gemeinwohl so weit wie möglich zuzuwenden. Und es kann durchaus auch sein, dass mal ein Kunstschaffender nicht gemeinwohlorientiert ist, weil er eigentlich nur seine eigenen Interessen im Blick hat. Und das auszumoderieren und das dann am Ende auch irgendwann in eine Konzeptvergabe zu bringen, das wird jetzt Aufgabe meiner Kolleginnen und Kollegen der SEGA, der Stadtentwicklungsgesellschaft Aachen sein, das zu tun. Lass uns mal über den Begriff oder über die Begriffe Bürgerbeteiligung und Partizipation in diesem Zusammenhang sprechen. Wenn ich es richtig verstehe, hast du diese Menschen nicht gewonnen über die Wege der repräsentativen Demokratie. Du hast sie aber auch nicht gewonnen zum Mitmachen über das, was man klassisch als Bürgerbeteiligungsformate in der Stadtentwicklung sehen würde, sondern du gehst erstmal aus von den Menschen, die da sind, und du spannst dann deine Netzwerke und deine Kommunikationskanäle aus, um weitere Menschen einzufangen und zu fischen und für so eine Projektmitwirkung zu gewinnen. Und dann gibt es einen zusammengewürfelten Haufen, der miteinander interagiert, der sich formiert und der dann zu einem Player in so einem Prozess wird. Kann man das so wiedergeben? Das heißt, es steht nicht am Anfang ein Projektvorhaben und dann gibt es die Bürgerbeteiligung, genau. Haken dahinter, weiterbauen, sondern es läuft ganz anders herum. Genau, also der Grundauftraggeber ist immer die Politik. Das ist mir auch wichtig. Also in dem Fall einfach Leitplanke Wissenwiese wohnen als potenzielle Entwicklungsoption und natürlich ein paar städtebauliche Grundlinien, die ich jetzt nicht mitgemacht habe. Das ist wichtig, weil das ist eine parlamentarische, in Anführungsstrichen, Demokratie, in der wir leben. Und ohne den Rückhalt der Politik, die ja den Zugang zu Ressourcen gerecht verteilen muss, geht es nicht. Aber die Politik hat in dem Fall eben nicht gesagt, wir wollen den Entwurf und jetzt beteilige mal die Bürgerinnen, ob die da rein wollen, sondern die haben gesagt, ja gut, dann rede mal mit den Bürgerinnen, was sich daraus entwickeln sollte, im Detail. Und diesen Auftrag habe ich mir aber politisch abgeholt und dann bin ich in der Tat in die Öffnung gegangen. Und da ist meine wichtige Erfahrung über die ja doch jetzt schon 2-3 Jahrzehnte Dialog mit Bürgerinnen oder Dialog zwischen unterschiedlichsten Playern, ganz wichtig bei solchen Prozessen auf die Empfängerbotschaften zu achten. Das macht Bürgerbeteiligung häufig falsch. Man sendet als Verwaltung wahnsinnig viele Senderbotschaften, ne, was ihr schon immer mal über die Verwaltung wissen wolltet, aber das will niemand da draußen wissen. Sondern man muss Botschaften finden oder eine Neugier wecken, die Menschen sozusagen reinholt ins Projekt. Warum ist es sinnvoll, dass ich neugierig bin auf dem Büchel? Was könnte ich dann für mich da entwickeln? Und diese Botschaften dann womöglich noch mit Botschaftern zu überbringen, das hat in dem Fall gut funktioniert. Da ist aber jedes Projekt anders. Der Theaterplatz ist wieder ganz anders. Also jedes Projekt hat eine andere DNA, was den Dialog und die Beteiligung angeht. Ich bin da überhaupt kein Freund von so starren Leitlinien. Wichtig ist so ein bisschen eine Regelumkehr an der einen oder anderen Stelle. Weg vom Sender, hin zum Empfänger,
frühe Bürgerbeteiligung bei der oder früher Dialog, sage ich mal ganz bewusst, bei der Programmfindung und nicht erst, wenn das Programm da ist, zu sagen, passt dein Bürgerdeckelchen auf meinen Verwaltungstopf. Ne? Die Zeiten sind hoffentlich vorbei. Ja, und immer geht es auch darum, dass es nicht nur eine Teilhabe, eine Partizipation ist, sondern dass auch Schienen oder Kanäle offen sind, in Mitverantwortung zu gehen. Das heißt, aus IdeengeberInnen können StadtmacherInnen werden und das können auch später VerantwortungsträgerInnen mit einer teilweisen Immobilien- oder Bespielungs- oder Anmietungsverantwortung, wie auch immer sein. Es sind dann InvestorInnen. Es sind dann InvestorInnen, ja. Genau, und das ist mir auch wichtig, dass wir den Investorenbegriff nicht nur, sagen wir mal, abspalten von uns, sondern sagen, wir Bürger unserer Städte, BürgerInnen unserer Städte sind InvestorInnen unserer Städte. Und das sind natürlich die besten InvestorInnen für eine Stadt, weil die laufen ja nicht weg, weil die haben ihre Familie dort. Ja. Und das heißt, selbst wenn mal ein Projekt schwierig wird, haben sie womöglich auch Stützen, die es halten. Das ist so ein bisschen eine der Ideen, das ist jetzt schon 20 Jahre her, glaube ich, als dieses Thema Mikrokredite so groß geworden ist. Das war eine ganz spannende Diskussion, die dann in Deutschland nie gegriffen hat, aber die natürlich immer noch in der großen Welt da draußen, in der Subsahara, in Indien und so weiter, eine große Relevanz hat, weil die Mikrokredite basierten ja nicht auf Formalia oder Formularen, die man ausfüllte, sondern jemand bekommt einen Mikrokredit, wenn er 3 Bürgen oder 5 Bürgen hat. Also das heißt, das Netzwerk übernimmt die Bürgschaft und das ist bei diesen lokalen Investierenden auch so. Welche Menschen machen dann mit? Mitmachen diejenigen, die über die materiellen oder die kommunikativen Ressourcen verfügen? Mitmachen auch diejenigen, die sich für ihre Stadt interessieren, die sich einbringen wollen, die eine eigene Projektidee haben? Wie erreicht man diejenigen, die sich erstmal nicht für sowas interessieren, die trotzdem da leben? Oder wie erreicht man junge Menschen, Kinder, Jugendliche? Alle Fragen kann ich jetzt gar nicht beantworten. Man, glaube ich, sollte sich am Anfang eines solchen Prozesses ehrlich machen und sagen, ich kann in diesem jetzt zum Beispiel StadtmacherInnen-Dialog versuchen, mich möglichst zu spreizen. Und da war dann wirklich auch ein schwer Mehrfachbehinderter da, der ein Wohnprojekt gründen möchte. Und das ist eben die klassische, sage ich mal, Bildungsklientel und die harten Investierenden und die Künstler. Das war schon ziemlich gespreizt, auch was die Herkunft der Leute angeht, durchaus. Kinder in dem Fall nicht. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil nicht alles immer muss. Ne? Kinder haben jetzt bei den Spielplätzen eine wahnsinnig wichtige Rolle gehabt, wo aber auch die Partizipation und der Dialog und die Produktion ganz nah beieinander liegen. Weil natürlich können Kinder nicht verstehen, dass das dann erst in 3 Jahren eine Relevanz entfalten sollte. Warum sollten sie auch? Dafür sollen sie auch ungeduldig sein. Und ich glaube, da braucht also immer alle Zielgruppen in alles reinzupacken, das ist, glaube ich, grundfalsch, daran kann man nur scheitern. Ich glaube, wichtig ist, dass man Projekte macht, die mal die erreichen und man immer wieder sich diesem Anspruch aussetzt, sind wir divers, sind wir es aktuell und wenn man es nicht ist, nachzusteuern. Aber der Anspruch, dass jeder Dialog, jede Koproduktion die ganze Stadtgesellschaft abbilden muss, ist einfach zu groß und führt auch nicht zum Ziel. Jetzt sind wir ja heute hier Teil der LWL Kulturkonferenz für Westfalen und Westfalen besteht nicht nur aus den großen Städten, sondern Westfalen besteht ja auch aus vielen kleinen, mittelgroßen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum. Ich frage mich gerade, wenn es dort jetzt einzelne Akteure, engagierte BürgerInnen, Verwaltungsleute, Politiker gibt, die sich sagen, wir wollen auch mal sowas machen wie ein Reallabor, bevor wir unsere Stadtplanungsaufgabe endgültig lösen. Welche Tipps könntest du ihnen mit auf den Weg geben, das in diesen nicht großstädtischen Situationen anzupacken? Also zunächst mal würde ich den Tipp geben, gehen Sie auf Ihre Hochschulen zu. Münster hat eine tolle Fachhochschule mit Architekturstudierenden. Detmold gibt es eine tolle Fachhochschule. Siegen gibt es eine tolle Hochschule. Also da gibt es viele Hochschulen, die richtig Lust haben, mit ihren Studierenden solche Reallabore zu machen, die solche Erprobungsräume auch brauchen und die gerade gut, sagen wir mal, in nicht so hyperkomplexen, vielleicht etwas kleineren Lagen sehr, sehr gut funktionieren können. Also das wäre so der erste Tipp. Da muss man immer rechtzeitig sein, weil die Hochschulen machen ihre Semesterplanung immer sehr früh. Also nicht jetzt im August sagen, wir wollen im Oktober ein Reallabor machen, das klappt nicht. Ne? Aber da habe ich wirklich sehr, sehr schöne Erfahrungen mitgemacht. Man kann natürlich dann, wenn man mit Studierenden zusammenarbeitet, nicht mal hyperverlässliche Ergebnisse erwarten. Dann gibt es mittlerweile Büros, die sich darauf spezialisiert haben, auch solche Reallabore zu begleiten. Unterschiedlichste, das kann man googeln, da findet man auf jeden Fall. Will ich jetzt auch gar niemanden Einzelnen empfehlen. Es gibt im Ruhrgebiet viele, es gibt in Köln einige. Also da gibt es eine richtige Clique, die da ganz, ganz gut drin geworden ist. Und ansonsten
einfach mal ausprobieren. Also ich einfach machen. Also man muss nicht immer jemanden von außen holen. Also warum nicht einfach mal ein paar Kisten aufstellen und mal versuchen, wie fühlt sich das an, wenn der Raum hier auf einmal eine andere Grenze hat. Dann macht man das eben im Rahmen eines Dorffestes und fängt nicht gleich an zu feiern, sondern stellt den Tresen mal dorthin, wo man zukünftig vielleicht den Bürgersteig haben will. Also ich finde einfach dieses Machen, das können aber Dörfer und kleine Gemeinden, ich komme ja von so einem Dorf, viel, viel besser eigentlich. Die können das eigentlich sogar besser. Die können das besser, weil die dieses Anpacken gewohnt sind, weil die einen Draht zu ihrer freiwilligen Feuerwehr haben und rubbel die Katz hat man irgendwas auf der Straße. Also da würde ich sagen, können wir Großen fast eher von den Kleinen lernen. Okay, ich glaube, wir haben was im Chat. Genau, wir haben eine Frage nochmal mit Bezug auf die Stadt. Und zwar die Frage nach dem Klimawandel. Welche Rolle spielt der Klimawandel und für die Verbesserung der städtischen Klimas bei den Entscheidungen, zum Beispiel Anpflanzung, Parks, grüne Bereiche, inklusive Bewässerung? Welche Rolle hat das bei Ihren Planungen gespielt? Also wir haben ein integriertes Klimaschutzkonzept. Also wir sind Klimanotstandskommune und mein Kollege Umweltdezernent hat wirklich innerhalb von einem Jahr mit seiner Truppe und meinen Truppen auch ein integriertes Klimaschutzkonzept entwickelt, das eine wahnsinnige Investition nach sich zieht. Also die Stadt Aachen macht richtig Dampf, was den Klimaschutz angeht. Von neuen Radwegen über Begrünung bis hin zu klimaneutralen Bauen. Also es ist ein irres Programm und das fordert uns auch alle ganz schön im besten Sinne gerade. Das ist so mal die übergeordnete Ebene. Das ist aber wichtig, weil man braucht solche Grundsatzbeschlüsse, weil wenn man dem Klima eine Priorität einräumt gegenüber allem anderen, muss man dafür auch einen politischen Beschluss haben. Das ist die eine Ebene. Und jetzt bei den Projekten konkret, ja, die Politik hat sich am Büchel am Ende für die Wiese entschieden. Habe ich jetzt gar nicht erzählt. Es gab jetzt vor kurzem eine einhellige 100% Entscheidung, nicht für Wissen, nicht für Wohnen, sondern für die Wiese. Da hat niemand mit gerechnet vorher. Natürlich wird am Rande der Wiese schon auch noch ein bisschen gebaut, aber dass sich die Politik sozusagen dafür entscheidet, hat auch ganz viel mit der allgemeinen Stimmung zu tun. Aber es hat auch was damit zu tun, dass es so eine Sehnsucht gibt nach Luft. Also hat auch bestimmt was mit Corona zu tun, nach Öffnung, nach ein bisschen mehr Weite innerhalb der engen und steinernen Stadt. Beim Theaterplatz haben wir eine ganz andere Dimension. Da haben wir so Fragen von Schwammstadt, resilienter Stadt, weil der Theaterplatz liegt so am Ende eines Hügels, ein Tiefpunkt in der Stadt und da fließen relativ viele Kanalsysteme zusammen. Da sind auch schon mal Gullideckel hochgeflogen. Ich habe jetzt gelernt, nicht weil da Wasser hochgekommen ist, sondern weil da Luft, die sich gestaut hatte, quasi als von allen Seiten der Regen gekommen ist, gab es eine Fontäne am Theaterplatz, ungeplant. So, da müssen wir mit solchen Themen umgehen. Das ist aber dann nicht Klimaschutz, sondern das ist Klimawandelfolgen. Sie merken, das ist da kommen wir in ganz andere Dimensionen. Ich bin ja auch für das zuständig, was unter der Erde ist. Ne? Und wenn man so einen Platz umbaut, ne? Also umbaut, nicht umbaut, sondern umbaut, dann hat man auch ganz viel mit Klimawandelfolgenfragen zu tun, bis hin zu auch Brandschutzfragen. Ganz spannend, das Löschwasser des Theaters muss unten in diesen Platz rein. Also macht man sich gar keine Vorstellung. Und dann sind die Leute häufig enttäuscht hinterher, dass da nicht so viele Bäume stehen. Ne? Sagen, ja, aber ich hätte doch CO2, Klima, da muss man aufzählen, was man gerade alles fürs Klima gemacht hat, aber das befindet sich alles unter der Erde und dann passt eben kein Baum mehr unten drauf, weil der kann überhaupt keine Wurzeln mehr schlagen. So, und das ist wirklich eine Diskussion, die wir als Stadtgestalter und Stadtplaner in den nächsten Jahren sicherlich aushalten müssen. Und ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich da auch qualifizieren, damit sie nicht das Falsche fordern. Denn es geht nicht überall ein Baum und nicht jeder Baum ist gleich besser fürs Klima. Es gibt auch Dinge, die sind unter der Erde, die sind so viel besser fürs Klima als der Baum. Und das werden wir in den nächsten Jahren gut verhandeln müssen. Ja, vielen Dank. Wir sprechen über die großen Linien. Wir sprechen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt haben wir gerade gehört, 30 Jahre hat es gedauert, von dem Wunsch, ein Parkhaus abzureißen, bis zu dem Zeitpunkt, dass jetzt die Bagger rollen, um dort eine Wiese entstehen zu lassen. Wie sieht denn die Stadt der Zukunft, wie sieht die resiliente Stadt, wie sieht die klimagerechte Stadt, wie sieht die kulturell geprägte Stadt als öffentlicher Raum in 30 Jahren aus? Wohin geht die Reise nach Corona? Wohin geht die Reise mit all diesen großen, auch globalen Entwicklungen, die wir dort erleben? Stichwort Innenstädte, Leerstände, Neubelebung steht an. Was ist deine Vision der Innenstadt 2050? Also von Aachen habe ich die Vision, dass wir eine Stadt des Schlenderns werden, dass es eine gelassene Stadt ist, wo die Funktionen, die wir jetzt voneinander trennen, hier das Einkaufen, dort das Vergnügen, dort das Wohnen, sich wieder untermischt haben.
in denen es also viel selbstverständlicher ist, dass sich Funktionen entzerren. Es gibt kleine Einzelhandelslagen, weil die großen Geschäfte sowieso alle im Internet gemacht werden. Ne? Das heißt, es wird kleinkörniger, aber die Leute haben schon noch Interesse, mal zu krutschen oder in einen Blumenladen zu gehen oder durchaus auch noch einen Buchladen zu besuchen. Das alles wird es weiterhin geben, da bin ich mir total sicher, weil das was mit dem Gemeinschaftsgefühl zu tun hat. Aber es wird sich entzerren und es wird wahrscheinlich auch einen Abschied geben von den klassischen Fußgängerzonen. Nicht, dass da deswegen Auto gefahren wird, aber dass da eben diese klassische Fußgängerzone heißt, links und rechts Shopping. Oder Shoppingtunnel. Das, glaube ich, wird sich wahnsinnig verändern und das wird eine irre Herausforderung sein, weil diese Gebäude sind so spezialisiert auf dieses Shopping oder sind dahin spezialisiert worden oder sogar extra deswegen gebaut worden, dass wir noch nicht wissen, habe ich auch noch keine klare Idee, wie wir dort in Umnutzung kommen können. Wir werden auch nicht alles umnutzen können, was natürlich rein ressourcenmäßig am besten wäre, gar nichts abzureißen und umzunutzen. Dann brauchen wir nicht wieder Sand aus der Subsahara, ne, sondern kann man dann irgendwie, aber das, da haben wir noch keine Lösung für, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass es viel mehr kurze Wege geben wird, das macht Anne Hidalgo in Paris ja gerade mit der 15-Minuten-Stadt vor. Ich glaube, in Aachen wird eher eine 5-Minuten-Stadt sein, sodass man eigentlich in 5 Minuten fast alles erreichen kann, was man so zum Leben braucht, eine Schule, eine Kita, so weiter. Wir werden viel mehr nicht motorisierten Verkehr haben, egal ob jetzt E-Motor oder Verbrenner. Wir werden also viel mehr Gefährte haben, ich will sie gar nicht mehr Fahrräder nennen, die uns immer mal als Menschen immer mal individueller und kleiner als ein Auto transportieren. Also so sehe ich die Stadt. Ich sehe die Rolle der Kultur in der Stadt die Kultur ist ja wahnsinnig weit, sie ist ja wahnsinnig verwoben mit dem öffentlichen Raum, sie ist wahnsinnig, also sie ist ja lange nicht mehr nur noch im White Cube, noch nur im Theater. Ich glaube aber, dass sich Kultur immer wieder einmischen sollte, in die öffentlichen Räume hineinweben sollte, eher weg von der Skulptur. Davon haben wir wirklich genug, also bevor wir keine neuen abräumen, bitte keine neuen aufstellen, ne, so ein bisschen, aber hineinweben im Sinne von urbane Praxis einfach gestalten. Sei es mit Musik, sei es mit Malerei, mit was auch immer, temporär oder auf Dauer ist mir auch egal. Da brauchen wir einfach die Kultur als Verhandlungspartner und nicht als Beiwerk, wirklich nicht, aber als Verhandlungspartner, wie ich eingangs gesagt habe, mit diesem super spezifischen Blick und mit dieser fordernden Fokussierung ist mir die Kultur einfach wirklich eine Herzensangelegenheit. Wir werden diese immensen Leerstände haben, Leerstand als Luxus, Leerstand als Chance und gerade was das Thema Leerstandsbespielung, Entwicklung angeht, ist, glaube ich, jetzt die Stunde der Kultur. Ich würde sagen, liebe BürgermeisterInnen und StadtplanerInnen, geht auf eure Kulturschaffenden zu. Gerade wenn es diese Immobilienfonds, die Unterstützung von über Landesförderung von Leerstandsbespielungen gibt, dann sind eigentlich da die Kulturschaffenden, egal ob bildende Kunst, ob darstellende Kunst und andere Formen von Kunst, die richtigen Partner, um auch schnell und dann eben über den Weg der langsam nachhaltiger werdenden Nutzungen eine Belebung der Innenstädte wieder zu erreichen mit resilienten Nutzungen. Auf jeden Fall. Aber du hast mich nach der Vision für 2050 gefragt. Da müssen wir natürlich irgendwann aus dem Temporären raus sein. Also weil das ist jetzt eine Krise, die kann man nicht dauerhaft so halten, glaube ich. Wichtig wäre mir da aber, ja, wir brauchen die Bürgermeister, wir brauchen, auch Aachen hat einen großen Fördertopf bekommen, unser City-Management, das wir neu eingerichtet haben, macht das jetzt im Prinzip Eigentümer und Kulturschaffende oder NutzerInnen zusammenzubringen, aber wir brauchen auch wirklich eine Eigeninitiative von den Eigentümern. Also das muss den Immobilieneigentümern auch klar sein, wenn die sich nicht selber aktiv um ihre Lage kümmern und glauben, sie könnten einfach zuwarten, ja, es wird schon irgendwann wieder gut werden, irgendwann erziele ich wieder die Mieten, die ich mal erzielt habe, ja, dann machen sie nicht nur diesen kleinen Mikrostandort kaputt, sondern sie machen die gesamte Lage kaputt, was den Preis der gesamten Immobilienlage irgendwie reduziert. Und das ist ein Drohszenario, das sollte man den Menschen, die Immobilien in so klassischen Fußgängerzonenlagen besitzen, auch sagen. Nicht sagen, dass man damit konkret droht, aber sagt, wenn ihr euch nicht mitbemüht, mal für ein Jahr auch mal euer Erdgeschoss umsonst gibt und nicht nur reduzierte Miete, sondern einfach mal umsonst gibt, dann hat die gesamte Lage keine Chance. Frau Moll, haben wir noch was im Chat? Das ist im Moment nicht der Fall. Ja, wenn ich das mal so ein bisschen versuche zusammenzufassen, dann stelle ich fest, Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe heißt, alle arbeiten an dieser Aufgabe mit, alle übernehmen Verantwortung. Nicht Stadt macht
und beteiligt und realisiert dann, sondern man fängt gemeinsam an und man holt auch verschiedene Partner in zu ihnen passende Verantwortungsbereiche hinein. Man fängt niedrigschwellig an, man fängt experimentell an. Es können Reallabore, temporäre Nutzungen, Bespielungen, schnelle, unperfekte Einstiege sein, um auch Menschen für die Geschichte zu begeistern oder ihnen die Angst zu nehmen. Und dann können daraus langfristige Projektentwicklungen, neue Formen von Immobilienträgerschaften und Entwicklungen werden. Und in diesem Gefüge können Kulturschaffende eigentlich an allen Stellen eine wichtige Rolle spielen. Sie können die sein, die Türen und die Köpfe aufmachen und die schnellen Bespielungen gestalterisch umsetzen. Sie können die sein, die in Immobilienverantwortungen reinwachsen und mehr vielleicht bis hin zum Eigentum dort eine Rolle spielen. Und sie können dann am Ende natürlich auch mit kulturellen Einrichtungen, die in die Innenstädte ziehen, die den öffentlichen Raum dort bespielen, die nicht in den Obergeschossen oder an der Peripherie sein müssen, ja auch in Form von Musikschulen oder Stadtbüchereien oder anderen kommunalen Kultureinrichtungen dauerhafte Partner in der Stadtentwicklung sein. Genau, das finde ich nochmal ein wichtiger Beitrag, den du jetzt leistest. Wir sitzen ja hier in diesem wunderbaren Kulturforum in Witten, wo sich ja auch Museum und Bibliothek und alles verbindet. Und ich glaube schon, dass die klassischen Bildungseinrichtungen, das haben die Bibliotheken, machen das ja jetzt schon seit Jahren, die Volkshochschulen auch nicht vergessen, bei uns in Aachen ein ganz wichtiger Partner für Innenstadtentwicklung. Ich glaube, da ist noch Musik drin. In diesen nicht klassisch künstlerischen Kultureinrichtungen, sondern in den Bildungsinstitutionen, die gerade wirklich eine große Öffnungsprozesse anstrengen und auch anstrengen wollen und das sowohl architektonisch als auch von ihrem Angebot her tun. Und es soll einfach in Zukunft, glaube ich, nicht mehr so sein, dass man das Gefühl hat, wenn man in eine Volkshochschule, in eine Bibliothek geht, man geht sozusagen in eine Bildungseinrichtung. Ja, also das ist auch so ein ganz furchtbarer Begriff, sondern man geht eigentlich in einen dritten Ort, in einen Kulturort. Und wenn man da Lust hat, geht man nach rechts und leiht sich ein paar Bücher aus oder geht in eine Kuschelecke und liest mit seinem Kind. Und wenn man eine andere Lust hat, geht man nach links und besucht einen Volkshochschulkurs. Das wäre ein Traum. Und wenn das noch, sagen wir mal, in den Erdgeschossen auch sichtbar wird, dieser Prozess des Aneignens und des Lernens und des gemeinsamen Gestaltens auch. Also auch Gestaltung sichtbar als statt auf Augenhöhe. Da bastelt jemand. Da kann man mal reinschauen, was machen die denn da? Das sind so Prozesse, die, glaube ich, total wertvoll sind, weil unsere Städte doch in den letzten 20, 30 Jahren ihre Fassaden immer mehr geschlossen haben. Ne? Also entweder hinter verspiegelten Einkaufs, ne? Also dann hat man klar eine Auslage, aber eigentlich nichts Produzierendes, sondern so. Und das, was da am meisten Dialog noch erzeugt, sind dann die Cafés oder so. Ne? Aber das kann vielleicht wieder was anderes sein und das kann auch mehr sein. In Hochschulstädten, Arbeitsplätze für Studierende, in den was auch immer. Es muss halt am Ende bauordnungsrechtlich gehen, das muss man auch sagen, nicht aus jedem Laden macht man einen Arbeitsplatz und nicht aus jedem Laden macht man eine Werkstatt. Ne, da muss ich meine Kollegen von der Bauaufsicht auch in Schutz nehmen, am Ende ist immer Sicherheit zuerst und wenn die nicht gewährleistet ist, dann geht es einfach nicht. Ne? Das heißt, wir würden in dem Zusammenhang auch über einen Transformationsprozess der klassischen kommunalen Kultureinrichtungen sprechen. Eine Volkshochschule muss nicht zwingend in einem Gebäude an einem Standort mit 20 Kursräumen sich befinden. Sie kann sich auch auf die Innenstadt verteilen und verschiedene Anlaufstellen und dezentrale Möglichkeiten anbieten. Eine Bibliothek muss nicht ein hermetisches Gebäude sein, in das man nur zur Bücherentleihe hineingeht. Sie kann auch ins Erdgeschoss gehen, sie kann auch dritter Ort werden, sie kann einen Kaffeebereich haben, sie kann sich öffnen für Makerspaces, für Coworking Spaces, für andere Nutzungen. Auch das ist ja eine Aufgabe, die kommunale Kulturakteure wahrnehmen und in ihre Einrichtungen hineintragen können und damit dann sozusagen einen anderen Ansatz, Leerstandsbespielung mit Kultur, Einbezug von Kulturschaffenden ergänzen können, um da eine gemeinsame kulturelle Welle der Gestaltung des öffentlichen Raums zu schaffen, die nicht in Skulpturen endet, sondern in wirklich Bespielung des öffentlichen Raums und seiner gemeinschaftlichen Weiterentwicklung. Also auf jeden Fall. Ich glaube aber, wie gesagt, die meisten Einrichtungen sind da schon auf dem Weg, auch wenn sie sich noch nicht umgestaltet haben. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Aber ich glaube schon, dass gerade die Kultureinrichtungen unterstützt werden sollten dabei, dass es eben nicht darum geht, eigentlich verleihe ich Bücher und jetzt muss ich auch noch einen Kaffee machen. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was manchmal entsteht, weil auch die Unterstützungssysteme vielleicht nicht gut genug sind oder weil das Gefühl, was ist eigentlich mein Kerngeschäft, nicht richtig ist. Also gerade hier spürt man, es atmet, nein, wir sind eine Bibliothek, in der man sich auch gerne aufhält und wenn man keine Lust hat, ein Buch zu lesen, dann ist man einfach nur in einem schönen Raum. Und dass dieses eine Heimat bieten für die Bürgerinnen der Stadt, eine
Heimat, die einen kulturellen Kontext hat, der vielleicht einfach nur Geborgenheit und noch nicht mal notwendigerweise Bildung anbietet. Das ist eine vornehme Aufgabe. Und das merkt man jetzt gerade eben in Zeiten von Corona, weil gerade Menschen, die das vermissen, die Familien, die nicht 5 Zimmer haben, wo die Kinder nicht jedes ein einzelnes Spielzimmer hat oder so. Es ist so eine Bibliothek, ist so ein offener Ort, einfach wahnsinnig wichtig, aber nicht nur für die, auch für mich. Ich vermisse das. Ich sitze einfach wahnsinnig gerne in Bibliotheken und arbeite teilweise sogar Akten durch, weil ich das als Atmosphäre so viel angenehmer finde als mein Büro. Und diese Orte fehlen mir mit Corona total. Und sie fehlen mir aber auch noch besserer Form, auch in Aachen nochmal, wo man sagt, die sind so schön wie hier in Witten. Also da bin ich wirklich ganz begeistert, was ich hier so sehe. Viele Bibliotheken sind da Pioniere, das ist richtig. Es gibt auch Fördertöpfe und viel Ermöglichung dafür. Vielleicht mal ein Beispiel: Bad Berleburg, Kleinstadt im Siegerland, Weiterentwicklung der Bibliothek zum dritten Ort. Und sie geht mit vielen Lesestrandkörben in den Stadtraum, das heißt in die Ortsteile, in die Dörfer, aber auch in die Innenstadt von Bad Berleburg. Bibliothek bleibt nicht in ihren 4 Wänden, sondern verteilt sich in der Stadt. Spannendes Beispiel oder anderes Beispiel: Löhne, Umnutzung des alten Bahnhofs in Löhne zu einem bürgerschaftlich getragenen Kulturzentrum, in das nun auch die kommunale Bibliothek einzieht und sich vernetzt mit dem kulturellen Veranstaltungsort, Flächen gemeinsam bespielt und so eine Co-Trägerschaft mit dem dortigen Verein im Rahmen von Initiative ergreifen angeht. Also auch da gibt es viele Beispiele, auch schon viel Beispielpraxis, von der man lernen kann über die Weiterentwicklung von kommunalen Kultureinrichtungen. Ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, so langsam schließt sich der Kreis. Ich glaube, es ist noch eine Meldung im Chat eingegangen, Frau Mollen. Wir haben im Prinzip den Hinweis, worüber Sie jetzt gerade schon gesprochen haben, dass eben die Wittener Stadtbibliothek im Gebäude des Märkischen Museums eben ein gutes Beispiel für Co-Nutzung ist. Und dann haben wir schon mal ein vorläufiges Resümee der Diskussionsrunde, nämlich Kunst und Kultur nicht als Staffage, sondern als Verhandlungspartner, Vermittler, Perspektiverweiterung. Da zieht jemand sein persönliches Fazit aus der Diskussionsrunde heute. Ja, ich meine, wir haben 1 bis 12 gesagt, Tobias, aber man muss ja auch, wenn alles gesagt ist, ne? Das ist auch ein gutes Schlusswort, eine gute Zusammenfassung, die teilen wir sehr. Gerade das Thema Augenhöhe wird da auch nochmal deutlich. Und ja, ich finde, das war eine gute Runde und Katrin Brandt aus Arnsberg dankt auch. Wir danken dir, liebe Frauke, für diesen spannenden Austausch über diese sehr konkreten Projekte, aber auch über ihre gesellschaftliche Bedeutung und Relevanz und das alles vor dem Hintergrund von Kultur in Westfalen so spannend miteinander und mit Ihnen, Frau Mollen, ins Gespräch gekommen zu sein. Also herzlichen Dank an alle, die dabei waren und an dich, liebe Frauke. Und hier geht es ja auch noch weiter, gleich um 14 Uhr, mit dem großen Abschluss der LWL-Kulturkonferenz, bei dem sich viele von Ihnen ja auch noch wiedersehen werden. Also Dankeschön in die Runde und alles Gute für Sie. Bis bald.